Herzlich willkommen zum Fotocafé Nummer 30. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir sind wirklich schon eine große Community geworden im Laufe der Zeit. Ich habe heute wieder ein sehr interessantes Programm für euch vorbereitet. Es gibt die Perlen aus dem Archiv, die eingescannten Dias, die wir auch auf Instagram immer zeigen am Donnerstag. Dann gibt es einen Fototipp, ebenso unserer Instagram Serie. Ich habe heute ein bisschen was zum Thema Instagram, wie man da mit Videos umgehen soll, kann, vorbereitet. Und dann werden wir euch unsere Fotowochenenden Osttirol und Hallstatt vorstellen. Und ich freue mich auch sehr, dass der Bernhard heute da ist. Der Bernhard ist Leiter unserer Kinderfotokurse, der wird da ein bisschen was dazu sagen und ist natürlich der Experte für Wings 7. Der wird uns heute auch die Software Wings 7 präsentieren. Es war ja vor einigen Wochen, haben sich ja ein paar Leute gewundert, warum wir das bei den Videoschnittprogrammen nicht dabei gehabt haben, aber wir haben gesagt, wir werden das nachholen und an geeigneter Stelle bringen. Ich habe jetzt diese Giveaway-Box schon aktiviert und habe schon Sachen reinkopiert. Das sind jetzt einmal die, die Unterlagen vom Robert Lösch sind schon drinnen, diese Folien. Und ich werde euch auch dann immer so die Folien vom Tag mit den Links auch reinkopieren. Heute war übrigens ein Interview mit Herbert Raffald in Radio Steiermark. Das kann man noch 7 Tage nachhören oder ein bisschen was über sein Leben als Fotograf erzählt. War sehr, sehr spannend. Herbert in bester Form sozusagen. Noch einmal kurz Erinnerung, die Red Line Challenge von Canon läuft noch bis Ende Mai. Schaut euch das bitte auf der Homepage an. Es wird da auch noch ein bisschen mehr Info in der nächsten Zeit geben und vielleicht dürfen wir dann auch wieder raus zum Fotografieren. Es schaut ja so aus, dass dann ab 19. Mai wieder Fotokurse möglich sind. Und wir werden vielleicht uns bemühen, dass wir noch ein spannendes Thema bieten, um hier bei der Red Light Challenge mitzumachen. Ich habe eine interessante Zuschrift bekommen, und zwar es gibt ein Künstlerkollektiv, das heißt Grauer Greif, und die schreiben einen Fotowettbewerb aus. Schaut sich das vielleicht einmal an. Der Link ist hier auch unter mehr Info zu finden. Und es geht um das Thema Wahnsinn. Wir werden es auch als Motto für die nächsten 2 Bildbesprechungen im Fotocafé nehmen. Überlegt euch einmal ein bisschen was dazu. Ihr könnt es auch einmal schreiben. Aber ich denke, es wäre interessant, sich mal mit anderen Themen auseinanderzusetzen. Und Wahnsinn passt ja auch ganz gut in unsere jetzige Zeit. Perlen aus dem Archiv. Foto aus der Türkei von 1989. Es war in Istanbul im Winter, es war relativ kalt, darum hat er so ein riesiges Tuch umgebunden. Das schaut ein bisschen aus, wie wenn er Zahnschmerzen hätte. Aber einfach nur so ein kurzer Blick an meine Frage, darf ich ein Foto machen? War dann auch genehmigt von dem netten Herrn und haben später noch einen Tee getrunken. Einfach so diese Begegnung beim Reisen, die der eine oder andere sicher schon gehabt hat und die wir auch bald wieder haben werden. Bei diesen beiden Bildern geht es einfach ein bisschen um die Symmetrie. Beim linken Bild sieht man, die Johanna schaut aus dem Foto raus, sie ist eigentlich auch nicht im Licht. Und auf der rechten Seite bildet quasi die Lampe so ein bisschen ein Gegengewicht, das macht ein warmes Licht. Johanna ist auf der rechten Seite, sind einfach 2 Möglichkeiten, ein Porträt zu machen. Es ist hier ohne zusätzliche Beleuchtung, also mit Tageslicht plus Kunstlicht, was halt hier im Café Landmann vorhanden war, nur so als kleine Inspiration zum Start in die Woche. Jetzt zu den Tipps für Instagram. Videos sollten eine Größe haben von 1,91 zu 1 oder 4 zu 5. Die normalen Videogrößen sind ja 16 zu 9, das heißt 1029 mal 1080. Und das ist jetzt ein Hochformat-Video. Jetzt können wir die Hochformat-Videos entweder mit dem Handy aufnehmen oder es gibt auch natürlich einige Kameras, die das Hochformat schon können. Ansonsten kann man es natürlich auch in der Software dann entsprechend das Projekt einrichten. Videoschnitt wird eh auch in Zukunft ein bisschen so ein Thema sein. Da werden wir DaVinci Resolve auch einmal vorstellen in der nächsten Sendung. Und da werde ich euch dann auch zeigen, wie man so ein Projekt anlegt. Das geht natürlich auch im Wings Platinum. Und Instagram Stories, das sind Geschichten. Ebenso kommt Hochformat vom Handy. Es dürfen maximal 15 Sekunden sein. Und diese Stories werden auch nach einiger Zeit wieder gelöscht. Und was interessant ist, Instagram Stories und Instagram Videos werden vom Algorithmus
sehr, sehr positiv zur Kenntnis gemacht. Das heißt, da wird man richtig gepusht und kriegt dann auch mehr Zugriffe. Also wenn ihr das einmal probieren möchtet, schaut euch das an. Und was dann relativ neu auch noch ist, ist das sogenannte Instagram-TV, also Instagram-TV-Videos. Das sind quasi Videos, die sind im Feed, im Raster und auch in dem Instagram-TV zu sehen. Und im Vollbildmodus werden die Videos 1080x1029 auch im Seitenverhältnis 9:16, also Hochformat. Und im Feed habe ich aber nur einen Ausschnitt von 4:5. Das heißt, ich muss dann auch schauen, dass das Wichtigste von meinem Video in der Mitte ist. Wenn man jetzt sehr viel Instagram macht, ist das eigentlich komplett ein eigenes Format und man macht dann einen eigenen Schnitt für die Instagram-Videos, damit auch die Botschaft optimal rüberkommt. Da gibt es ganz viele Leute, die das alles nur am Handy schneiden. Es geht natürlich auch mit einer herkömmlichen Software, die wir halt so zur Verfügung haben. Vielleicht noch einmal, wenn ihr die Fotos auf Instagram bekommen möchtet, müsst ihr ja die quasi vom Mobiltelefon hochladen. Das geht zum Beispiel mit Lightroom, Creative Cloud, mit dem Facebook Business Manager, auch mit der Dropbox. Also das sollte man sich auch überlegen. Und inzwischen gibt es aber auch mehr, also es gibt auch schon PC-Software oder Apple-Software, mit der man es auch direkt vom Computer machen kann. Das ist jetzt so langsam im Kommen, weil ansonsten war es immer recht mühsam, weil man das Video dann ja auch vom Handy quasi auf Instagram hochladen muss. Ich möchte euch ein bisschen was über das Fotowochenende in Osttirol erzählen, das heuer zum zweiten Mal stattfindet. Wir sind in St. Jakob in Osttirol untergebracht und einer unserer ersten Ausflüge ist der Staller Sattel an der Grenze zu Italien. Und da schauen wir runter ins Ahrntal. Also ist einer der ersten Fotoausflüge, die wir da machen. Und da gibt es natürlich tolle Abendstimmungen. Es ist der Obersee oben, der natürlich für Fotosessions in der Früh am Abend bestens geeignet ist. Wir waren da bei Vollmond in der Früh einmal oben. Und das ist ungefähr vom Hotel 15 Minuten mit dem Auto entfernt. Das heißt, da kann man auch jederzeit rauffahren. Wir haben immer Wetter geschaut und dann quasi das beste Wetter ausgenutzt. Ein weiterer Fotoausflug führt uns zum Lucknerhaus. Das ist die Kalserseite vom Großglockner. Und die ist ja ganz interessant, weil auf der Seite nämlich ist eben dieses kleine Kirchlein. Wir machen da so eine Wanderung von circa einer Stunde. Man hat auch den Glockner dann immer im Blick. Also ein sehr, sehr ergiebiges Fotoparadies. Man wandert so über die Almen hinauf und sehr viele Blumen, Schmetterlinge. Also, und das wird im Juli wird sehr, sehr viel blühen. Also heuer das erste Mal Anfang Juli. Das heißt, da werden wir in der Richtung Makro auch ganz, ganz viele Motive haben. Wir haben dort voriges Jahr auch blaue Stunde gemacht. Unten des Wirtshauses haben wir auch Abend gegessen und das war auch phänomenal mit einer ganz tollen Stimmung. Und von dort fahren wir circa 45 Minuten zurück, dann wieder nach St. Jakob. Es gibt auch den berühmten Glocknerblick und da hat man unten dann Karls und Ende August, da vorher gesagt, noch einmal ein ziemlicher heftiger Wintereinbruch und dann war da auch alles schön weiß angeschneit, das heißt ganz besonders auch, um da Fotos zu kriegen. Und das war dann die zweite Gruppe. Wir waren höchst aktiv und haben eigentlich immer ein recht gutes Wetter gehabt. Also es war zwischendurch einmal, zwischen den beiden Gruppen war einmal St. Jakob gesperrt, weil es vermurrt war, aber es hat sich dann alles wieder in Wohlgefallen aufgelöst. Ein ganz interessantes Motiv ist die Stadtnermühle in Mariahilf. Das ist quasi eine Mühle, die dort wieder aufgestellt wurde, wo auch der Müller, der Norbert von uns eine Vorführung organisiert und wir können dort auch dann herzenslust fotografieren. Das heißt, die Mühle wird dann für uns aufgesperrt.
So, jetzt geht es weiter, nächste Folie. Und die haben nämlich dort auch, da kann man auch Getreide kaufen. Das heißt, die tun nicht nur Schaum mahlen, sondern mit Demeter-Getreide, das dort auch vermahlen wird. Und normalerweise ist immer Samstag offen, aber die Fotogruppe hat dann einen eigenen Termin. Eine ganz interessante Sache ist das Venediger Haus in Innergeschlöss. Rechts sieht man in Unschärfe das Venediger, der Venediger Taxi, mit dem wir da reinfahren. Und man hat dort in einem Umkreis von circa 45 Minuten, also fast ebenen Weg, ganz, ganz großartige Fotomotive. Das Venediger Haus Innergeschlöss, einmal auf der einen Seite, von dort geht es quasi weg und man geht dann entlang dieses Geschlösseltals und da gibt es diesen schönen Dach, diesen schönen Fluss und wo man natürlich Langzeitbelichtungen und so weiter bestens probieren kann. Also da gibt es einfach Fotomotive ohne Ende und das Interessante ist, dass das sehr, sehr leicht zu erreichen ist und nämlich ganz in der Nähe mit vielen Makromotiven auch und sie haben dort auch diese Almhäuser, die dort auch noch, die vermietet werden, die quasi Familien aus Lienz gehören, die halt auch sehr, sehr schön gestaltet sind. Und vor allem gibt es doch auch die berühmte Felsenkirche in Innergeschlöss. Und das ist eigentlich das Schöne an dieser Fotolocation. Und der Schleierwasserfall ist unsere nächste Station. Der hat gerade so am späten Nachmittag, also bevor der quasi in den Schatten kommt, ist da das Licht perfekt zum Fotografieren und man kann also sehr gut bis ans Wasser, also ist auch leicht zugänglich, also es gibt einen Parkplatz und man ist in wenigen Minuten dort und da eine richtig coole Fotolocation. Und der Höhepunkt ist eigentlich immer die Jagdhausalm und zwar die Jagdhausalm ist in der Nähe von St. Jakob und man geht dann circa 2 Stunden in eine Richtung bis auf 2000 Meter und dort gibt es eben diese Almhäuser, die Touristiker sagen auch das kleine Tibet von Österreich, weil es eben so hoch ist und diese Häuser sind alle aus Stein gebaut, denn Holz gab es da oben keines mehr und da gibt es das berühmte Pfauenauge, also sozusagen hier diese Fotolocation, das ist natürlich auch ganz, ganz toll und eine super Stimmung. Da haben wir heuer eigentlich das große Glück gehabt, das war alles vermurrt und es war gesperrt und am letzten Tag dann ist sozusagen aufgegangen und wir konnten dann wieder nach St. Jakob rein. Es sind jetzt auch schon einige Anmeldungen, das heißt, es wird auch sicher stattfinden. Und wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch gern jederzeit melden. Gut, dann bin ich. Karl, im Chat ist eine Frage, Entschuldigung, ja? Im Chat ist eine Frage, was ist mit den Kursen vor dem 19. Mai? Okay, es ist jetzt so, ich bin jetzt gerade dabei, die ganzen Termine zu bereinigen. Präsenzkurse sind leider erst ab dem 19. Mai möglich. Das ist der Stand am Freitag. Und ich habe dann heute noch einen Termin ausgeschickt gestern in meiner Euphorie am 17. Mai. Also es ist der erste Kurs, Blaue Stunde Gloriette ist am 19. Mai und dann geht es mit Präsenzkursen los. Das heißt, ab dem 19. Mai können wir mit maximal 5 Personen bei uns im Seminarraum mit FFP2-Maske Test Kurse machen. Und Outdoor-Kurse dürfen wir bis maximal 11 Personen inklusive der Trainer. Das heißt, das ist dann eben unsere Achtergruppen, gingen eh alle problemlos. Also es ist natürlich jetzt die Frage, vorbehaltlich, was sich da jetzt noch ändern wird, ob das wirklich halten wird. Aber auf das haben wir jetzt im Moment noch keinen Einfluss. Wenn wir schon bei diesem leidigen Thema sind, wir haben die Fotoreise Madeira jetzt einmal abgesagt für Mitte Mai und St. Petersburg haben wir gleich mal ein Jahr verschoben. Es war einfach jetzt, solange es die Reisewarnung für Portugal gibt, war das also nicht sinnvoll möglich. Wir wollten da niemanden jetzt irgendwie einer Gefahr aussetzen und aus dem Grund haben wir dann gesagt, okay, dann werden wir das eben so machen und werden einen anderen Termin suchen. Gibt es soweit einmal im Chat noch Fragen, Oliver? Na, sonst hast du alles erledigt. Sehr gut, weil dann würde ich mal den Bernhard bitten, Bernhard, ja, du bist dran. Okay, passt, sehr gut. Na, einen Schluck und dann geht's los.
Wunderbar. Der Karl hat mir ja dieses Mal eingedeckt mit Themen. So, Ton freigeben, teilen, dann sollte das auch passen. Falls da irgendwas nicht klappt, bitte Bescheid geben. Wir sehen dich gut, Bernhard. Perfekt, gut. Also nochmal herzlich willkommen. Hallo in die Runde. Von meiner Seite sind ja doch einige bekannte Gesichter mit dabei, aber glaube auch einige, die ich noch nicht kennen. Für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Bernhard Brenner. Ich arbeite mit Karl seit mittlerweile, glaube ich, 15 Jahren zusammen. Also fast in den Anfängen vom Füßerfahren und der Wiener Fotoschule bin ich mit an Bord. Und mit Karl verbindet mich über diese lange Zeit auch doch sehr tiefe Freundschaft. Und wir sind durch dick und dünn, durch schwierige und gute Zeiten miteinander gegangen. Das passt wunderbar. Wie gesagt, der Karl hat mir heute für einige Themen eingeteilt, mich gebeten, ob ich ein bisschen was erzählen kann zur Kinderfotoakademie, die seit einigen Jahren Anfang der Sommerferien jedes Jahr mache. Hat er den Hintergrund, dass ich ursprünglich einmal ein Lehrer war, aber meistens das Zeugnis mit dem Rucksack am Rücken verteilt habe und dann von der Schule direkt zum Flughafen gefahren bin und weggeflogen bin. Und erst am Ende der Ferien mehr oder weniger wieder direkt vom Flughafen zurück in die Schule gekommen bin, habe dann festgestellt, dass 2 Monate Ferien viel zu kurz sind, habe den Job wieder gekündigt und so bin ich auch beim Karl dann gelandet, durch das Reisen, durchs Fotografieren und durchs Präsentieren. Das Arbeiten mit den Kindern hat mir aber immer Spaß gemacht. Das war nicht der Grund, warum ich den Lehrerjob wieder sein habe lassen. Und es macht mal Spaß, ein paar Mal im Jahr mit Kindern arbeiten zu dürfen. Und über das möchte ich jetzt ein bisschen was erzählen. Es gibt immer Kinderfotokurse, die 1 oder 2 Tage sind, wo wir halt irgendeinen Ausflug machen. Und Anfang der Ferien arbeiten wir eine ganze Woche, sprich 5 Tage miteinander. Ursprünglich war es 1 Woche, mittlerweile gibt es sogar 2 Termine. In der ersten bzw. in der zweiten Juliwoche. Und der Plan ist, dass wir in dieser Woche wie Fotoreporter arbeiten, mit allem, was dann zugehört, von Fotografieren, von Interviews machen, bis hin zu einem Artikel, den wir dann gemeinsam schreiben und der letztendlich dann in einem Magazin veröffentlicht werden soll. Die Kids, die immer mit dabei sind, sind so vor 10 bis 14 Jahren, das hat sich ganz gut bewährt. Diese Altersgruppe, die sind meistens sehr engagiert mit dabei. Hin und wieder mal ist wer dabei, der von den Eltern eingeteilt worden ist, damit er beschäftigt und betreut ist. Aber normalerweise sind die meisten Feuer und Flamme und wirklich auch voll engagiert mit dabei. Üblicherweise habe ich so 8, 9 Kids mit, mehr nicht, wie bei unseren anderen Fotoseminaren. Mehr macht einfach nicht Sinn bei einem Seminar, damit jeder wirklich was mitkriegt. Das Wichtigste ist, dass die Woche Spaß macht. Wir sind an den ersten 2 Tagen in der Fotoschule, setzen uns mit verschiedenen Themen auseinander. Viele der Kinder haben das erste Mal eine Kamera in der Hand, fotografiert haben sie alle, klar, weil heute mit dem Handy ist das schon ein bisschen anders wie früher. Die haben da oft keine, nicht so eine Hemmschwelle, die gehen da sehr locker an die Sache heran, da muss da alles gelingen. Aber wir versuchen in den ersten Tagen einmal so verschiedene Grundlagen kennenzulernen. Da muss nicht alles scharf werden, wie man da auf dem Foto sieht, aber dass man mal feststellt, zum Beispiel, wie unterschiedlich wirken Brennweiten. Wie schaut das zum Beispiel aus, wenn ich jetzt die anderen im Fotoseminar fotografiere, wenn ich weiter weggehe, wenn ich näher hingehe, was passiert mit den Gesichtern, was passiert, wenn ich in der Vogel- oder in der Froschperspektive gehe und so weiter und so fort. Das werden wir dann in diesen Tagen ausprobieren. Oder wie gestalte ich den Hintergrund, dass der zum Beispiel unscharf wird. All diese Dinge, mit denen setzen wir uns auseinander, auch mit lustigen Spielen. Es ist meistens im Sommer, das heißt, wir nutzen auch die Gelegenheit, wenn es heiß ist, gehen am Wasserspielplatz in Wien und probieren dort kurze und lange Belichtungszeiten aus, weil mit Wasser zum Beispiel sieht man das recht gut. Und das Klasse ist, mit Kindern kann man da wirklich auch was ausprobieren, weil die sind, denen ist egal, wann es dann nass werden oder wann es schmutzig werden. Das könnte man mit den Erwachsenen bei den Fotokursen natürlich niemals machen. Mit den Kindern funktioniert das großartig. Und es ist eigentlich eine Woche, die allen immer ziemlich viel Spaß macht. Da streiten sie sich fast drum, wer dann da fahren darf. Aber sie sind dann auch ganz froh, wenn sie da Fotos zusammenbringen, wo vielleicht so ein Mitzieheffekt mit dabei ist und wenn einmal was schief geht, dann ist das da auch nicht so wichtig. Der Schwerpunkt liegt wirklich drauf, dass es Spaß machen soll. Nach den ersten Übungen haben wir dann einen Ausflug. Wir
verlassen die Fotoschule, gehen dann meistens in Richtung Naschmarkt in Wien, wo man die Umgebung auch, die Architektur fotografieren, feststellen, wie schaut das aus, wenn wir stürzende Linien haben, wenn wir das wirklich kerzengrad fotografieren. Und es ist ganz spannend, wie die Kinder an diese Sache herangehen. Die haben oft Blickwinkel, Perspektiven, auf die nie kommen darf. Und das ist auch ganz anders, wie das mit Kursen bei Erwachsenen abläuft. Also die gehen da wirklich viel unkritisch an die Sache heran, unkomplizierter, probieren wirklich aus. Also ich war mit Erwachsenen schon am Naschmarkt fotografieren und wenn ich denen sage, ja, ich muss näher rangehen, die Kids, die machen das wirklich. Die liegen dann fast oben auf dem Gemüse und suchen ganz spannende Blickwinkel und Perspektiven. Also das macht richtig viel Spaß, mit denen da zu arbeiten. Und die entdecken da immer wieder so das eine oder andere Schmankerl bei den Schildern am Naschmarkt. Ja, und nach diesen Tagen sind wir dann gut vorbereitet nach den ersten zwei Tagen. Was wir das letzte Jahr das erste Mal gemacht haben, was wir heuer aber auch mit den Kindern auch wieder machen möchte, ist, dass wir zu den Zieseln fahren. Das kann man ja auch so in der Fotoschule als Einzel-Event buchen, dass man die Ziesel fotografieren geht. Das ist natürlich etwas, was den Kindern ganz besonders viel Spaß macht, weil so nah kommt man den Tieren meistens nicht, wenn man nicht weiß, wie man an die Sache herangeht. Und dann ist es so, dass Mitte der Woche ich immer einen ganz bestimmten Schwerpunkt habe. Der ist jedes Jahr was anderes. Einmal waren wir im Tiergarten Schönbrunn mit den Tierpflegern hinter den Kulissen bei den Fütterungen dabei. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel im Stephansdom auch hinter den Kulissen, ganz oben drinnen, unterm Dach, am Dach, wir sind außen rumgelaufen. Und heuer in der ersten Woche wird es so sein, dass wir wieder im Nationalpark Donauauen unterwegs sind. Da sind wir mit einem Ranger oder einer Rangerin unterwegs, werden mit dem Boot rausfahren und die Arbeit eines Rangers, einer Rangerin dokumentieren. Wir werden unterwegs einiges entdecken, hoffentlich ja fotografisch ganz gut ablichten mit all dem, was wir an den zwei Tagen davor gelernt haben. Und ihr seht, die Kids sind da immer mit Feuereifer dabei. Wir haben einen großen Fragenkatalog, wir haben uns mit Fragen vorbereitet, wir haben uns vorher Gedanken gemacht, wohin der Artikel, die Reportage, in was für Richtung das gehen soll. Also das ist nicht nur vorgegeben von mir, sondern in den zwei Tagen davor überlegen wir uns das gemeinsam, ich erzähle den Kids, was wir vorhaben vom Programm her, wo wir hingehen und sie überlegen sich dann gemeinsam mit mir, in welche Richtung der Artikel gehen soll, ob das wäre in die Richtung der Arbeit des Rangers, der Rangerin gehen soll oder um den Nationalpark oder um die Natur, die wir dort sehen. Also das überlasse ich auch den Kids. Es muss nur irgendwie möglich sein, dass wir auch Fotos dazu an diesem Tag schaffen. Ein wesentlicher Bestandteil ist dann auch immer ein Interview. Wir haben einen ganzen Fragenkatalog vorbereitet, der dann abgearbeitet wird. Für die selbst nicht so ein großartiges Equipment haben oder vielleicht eine Gorka-Kamera haben, gibt es immer die Möglichkeit, von der Fotoschule was auszuborgen, mitzunehmen. Und natürlich vor allem die großen Objektive sind da sehr begehrt, weil es für die Kids halt alltäglich ist, dass sie so richtig professionelles Fotoequipment einmal in der Hand halten. Und da der Nationalpark, muss man sagen, auch in den Donauern war ich ja schon mal, wir sind da immer total kooperativ, kommen uns sehr entgegen und unterstützen uns da sehr, dass wir da wirklich eine tolle Reportage gemeinsam gestalten und machen können. Ja, und am Schluss ist es so, dass wir in der Fotoschule an den letzten beiden Tagen dann noch die Bilder auswerten, aussuchen, sortieren, bearbeiten und dann gemeinsam auch einen Artikel gestalten und schreiben. Die Grafik muss ich allerdings dazu machen, das würde sie dazu sagen, das würde sie natürlich nicht alles ausgehen, das überlassen wir dann halt den Grafiker vom Magazin. Die letzten Jahre war es immer so, dass wir im Universum von Kids drinnen waren. Das ist dann im September immer rausgekommen. Und wir schauen auch, dass von jedem Kind dann ein Foto drinnen ist, das es gemacht hat, dass der Name da drinnen steht, dass da wirklich auch jeder, der bei der Gruppe mit dabei war, seinen Beitrag auch geleistet hat und auch abgedruckt sieht. Und die Kids sind da immer super stolz. Die fragen dann im August da immer schon, wann endlich dieser Artikel rauskommt. Das Universum von Kids gibt es leider nicht mehr. Gab es letztes Jahr schon nicht mehr, da waren wir dann im Fotoobjektiv mit einem Artikel drinnen und das werden wir voraussichtlich ja heuer wieder so machen.
in der zweiten Woche, in der zweiten Juliwoche beim zweiten Termin, wobei der Karl gesagt hat, es kann sein, dass der schon ausgebucht ist, da muss ich nochmal nachfragen, weil das ist eine Kooperation mit Alpenverein Edelweiß. Da ist es so, Programm läuft, so habe ich da jetzt beschrieben, nur der Ausflug geht nicht in den Nationalpark Donauauen, sondern der wird voraussichtlich zur Edelweißhütte gehen. Wir werden da voraussichtlich auch eine Nacht auf der Edelweißhütte bleiben. Das heißt, oben am Berg gemeinsam den Tag verbringen, passt da gut, weil die Edelweißhütte ja von der Alpenvereinssektion Edelweiß ist. Das heißt, das passt gut zusammen. Und ja, wie gesagt, wohin der Artikel geht, in was für Richtung, das machen wir mit den Kindern noch aus. Gibt es viele Möglichkeiten. Das könnte zum Beispiel sein, dass man die Arbeit eines Wanderguides dokumentieren und porträtieren oder dass die Arbeit des Hüttenwirts oder wie das Leben generell auf die Berge ist oder was weiß ich. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber das überlasse ich dann den Kindern. Es wird sich heute in dem Fall um Berg, um Alpenvereinshütte, irgend sowas in diese Richtung drehen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es noch ein oder zwei Plätze gibt. Ich weiß, dass die Anfrage sehr oder der Andrang schon sehr groß war. Also wenn jemand Kinder, Enkelkinder, Neffen, Nichten, was auch immer da in der Runde hat und der braucht eine Ferienbetreuung und das sind kreativ, sind engagiert, fotografieren gerne, dann ist es vielleicht was. Aber bald anmelden, weil ich glaube, dass es nur mal beim ersten Termin freie Plätze gibt. Und das andere muss man sagen, die Kinder sind wirklich extrem fleißig. Also ich bin einmal mitgefahren, Nationalpark Ort an der Donau. Es hat 36 Grad gehabt, alle haben geschwitzt und notiert und geschrieben. Also ist die ganze Woche fleißigst gearbeitet worden. Es war der Chefredakteur vom Universum Magazin zu Gast. Und ich habe jetzt auch mit dem Chefredakteur vom Fotoobjektiv schon gesprochen, dass der vielleicht auch mal einen kleinen Vortrag vor die Kids hält. Das heißt, die lernen da wirklich sehr, sehr viel. Und der Output ist echt gewaltig. Bernhard, ich glaube, das waren 4 oder 5 Artikel jetzt schon in Summe, gell? 5 waren es auf jeden Fall. Ja. Eher 5, 6, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber 5 waren es auf jeden Fall schon. Ja, habe ich jetzt nicht erzählt, weil es das Universum Magazin so nicht mehr gibt. Ich habe es die letzten Jahre immer so gemacht, dass wir einen Tag bei Martin Kugler, dem Chefredakteur vom Universum Magazin, zu Gast waren oder einen halben Tag. Und der hat uns dort halt über das Arbeiten als Journalist erzählt. Und auch, was zum Beispiel ein gutes Foto für ein Magazin ausmacht. Was braucht er für ein Foto für eine Titelseite? Und das war immer ganz spannend, weil er uns dann für die nächste Ausgabe 3, 4 Varianten vorgelegt hat, die für Sie, für die Redaktion in Frage kommen. Und er hat uns dann immer nach der Meinung gefragt. Und das ist dann ganz spannend, was da für Antworten von den Kindern kommen ist, was Sie für eine Titelseite auswählen würden. Und wir können das ja ganz gut benennen und begründen, warum und wieso Sie dieses oder jenes Bild nehmen würden. Also es ist eine ganz klasse Woche, kann ich mal sagen. Hin und wieder bin ich dann ein bisschen wehmütiger, die Zeit als Lehrer, aber die meiste Zeit fällt mir nicht. Ich kann das da diese paar Tage zumindest nachholen. Macht schon Spaß, mit den Kindern zu arbeiten. Ich war ja voriges Jahr bei den Ziesel mit und die Ziesel waren einfach wirklich sensationell, also einfach Wildtiere zu sehen und mit was für einer Freude die Kinder dann natürlich dabei waren. Ich glaube, das war schon einer der Highlights der Kinderfotowochen. Ja, also drum die Ziesel, da möchte ich unbedingt wieder hinfahren, weil das den Kindern sehr, sehr gut die Goldhamster, nette Feldhamster, gibt es auch noch Kolonien in Wien, die sind auch leicht zu erreichen. Kann ich dann sagen, wo die wohnen? Ja, können wir uns überlegen. Aber das mit den Ziesel hat super passt, weil die sagen, kommen so nah, die laufen mit den Kindern sogar über die Füße drüber und so und das taugt ihnen. Selbst wenn da ein, zwei dabei sind, die irgendwie dabei sein müssen, es kommt halt hin und wieder mal vor, die sind dann von solchen Dingen einfach begeistert. Also da ist für jeden was dabei. Und da können Sie ausprobieren, was wir die Tage vorher geübt und gelernt haben, so mit kurzen Belichtungszeiten oder Schärfe, Unschärfe und so. Macht wahnsinnig viel Spaß. Und Kinder lernen wahnsinnig schnell und die experimentieren viel mehr als das die Erwachsenen dann. Also die gehen da, das merkt man bei den Fotokursen eindeutig, ganz anders an die Sache heran als die Erwachsenen. Das macht sehr viel Spaß. Ja, und interessanterweise, wir kriegen manchmal ja mit, dass dann zum Beispiel die Kinder dann auch auf die Grafische gehen oder so. Also für viele ist es dann auch irgendwie ein bisschen ein Impuls oder ein Auslöser, wie es einfach weitergehen kann. Also auch in die andere Richtung. Du hast recht, ich habe immer wieder Kinder mit dabei, die zum Beispiel überlegen sich, weil sie jetzt in die vierte kommen, was sie im Jahr nachher machen, die überlegen, auf die Grafische zu gehen und sich auf die Grafischen zu bewerben.
Und da gehört halt auch Fotografie dazu und die sich so dann auch schon auf das Ganze vorbereiten. Also auch das haben wir da immer wieder mit dabei bei den Fotowochen. Das sind jetzt einmal die zwei Fotowochen, die wir ausgeschrieben haben. Dauert 5 Tage, immer Montag bis Freitag. Es gibt dann immer wieder auch so Einzeltermine, zum Beispiel an einem schulfreien Tag wie der 15. November, der in Niederösterreich und in Wien frei ist, wo wir nach Schönbrunn gehen. Mal schauen, wie es da mit der Pandemie und so weiter jetzt weitergeht. Wir haben im Moment noch nichts ausgeschrieben, weil wir gesagt haben, jetzt machen wir mal die 2 Wochen, aber es könnte sein, auch Richtung Ende der Ferien oder so, dass es sein kann, dass wir da noch einmal Fototage, 2 Tage oder vielleicht auch wieder eine ganze Woche noch machen, weil da erfahrungsgemäß ist die Nachfrage immer sehr groß und all die letzten Jahre waren die Kinderfotowochen immer ausgebucht. Und wie gesagt, heuer 2 Wochen, wobei die zweite schon voll sein dürfte. Aber da muss ich beim Alpenverein. Ja, die ist voll. Bei der Alpenverein-Seite steht da ausgebucht Warteliste. Ja. Bei uns also, ist im Moment aus dem Grund nicht online, gell? Ja, also ist das perfekt. Wer da überlegt, kann sich ja trotzdem nur bei mir melden und ich frage einmal nach. Dann schickt einfach mir eine Nachricht und ich frage an, was mit der zweiten Juliwoche ist. Aber die erste passt da super, Nationalpark Donau an, mit die Ranger, mit dem Boot rauszufahren und so. Das taugt den Kindern, also das ist schon super. Gut, soweit. Ja, gibt es einmal in der Runde noch irgendwelche Fragen da dazu? Im Chat habe ich nur gesehen, dass irgendjemand was geschrieben hat, aber nicht was. Weil habe ich schon beantwortet. Okay. Weil es war, zuerst war eine ganz interessante Anmerkung im Chat, die Kids haben aber tolle Kameras, hat da jemand geschrieben. Also wir haben natürlich auch unseren Leihpool für die Kinderfototage zur Verfügung. Also wenn jetzt, also die Kinder müssen jetzt nicht unbedingt eine eigene Kamera haben, wir haben da Equipment genug. Genau, das habe ich dann später noch dazu gesagt, wie das immer mit dem großen Objektiv sichtbar war. Wir starten die Kids natürlich mit Kameras aus, die das brauchen. Einige haben aber was von den Eltern, manchmal sogar selber. Das ist auch ganz oft am Ende eine Frage am Ende der Woche, dass die Kinder sich dann zum Geburtstag, zu Weihnachten, was auch immer, eine eigene Kamera wünschen. Da muss ich dann dazu sagen, da werden die Eltern dann manchmal ein bisschen nervös, weil die Wünsche der Kinder da natürlich nicht so klein sein und bei einer Kamera, dass da durchaus schneller mal ins Geld geht, wie die meisten da in der Runde ja wissen. Gut, wenn es keine Fragen gibt, dann apropos meisten in der Runde, ist beim nächsten Thema, zu dem mir der Karl gebeten hat, dass ich kurz was erzählen soll, da sind einige in der Runde, die dabei waren, die Ursula war dabei, der Wolfgang war dabei. Vom Wolfgang, der hat, soweit ich das mir erinnern kann, glaube ich, einen Teil seiner Fotos vom Hallstatt-Fotowochenende da präsentiert. Ja, das waren ganz, ganz großartige Fotos. Okay. Ich habe jetzt nicht so großartige Fotos da drinnen. Nur die, was ich heute halt so zwischendurch, wie ich mit der Fotogruppe unterwegs war, beim letzten Mal gemacht habe. Peter, habe ich gesehen, ist auch mit dabei. An den anderen mal ein Dankeschön. Aber sage ich dann noch was genauer, der wird auch heuer mit dabei sein. Am Wochenende, es wird das erste Juni-Wochenende sein, wie ich das ausgeschrieben habe, war ich mir noch nicht ganz sicher, wie es mit Hotels und so weiter ausschaut, ob es im Mai schon geht und ich war mir sicher, dass es, oder ich habe gehofft, dass ich auf der sichereren Seite bin, wenn wir das Fotowochenende erst im Juni machen, was die Unterkünfte betrifft, weil man dachte, der Sprung von Mai auf Juni könnte ein wichtiger sein, mittlerweile wissen wir, dass vielleicht schon das Wochenende vorher auch gehen würde. Aber wir wissen vom letzten Jahr, dass das erste Juni-Wochenende auch noch ein sehr gutes ist. Letztes Jahr haben wir das Ganze ausgeschrieben als ganz kurzfristig, 2 Wochen vor dem Termin, wo wir gewusst haben, es geht auf, haben wir das ausgeschrieben. Hallstatt passt da Gamma touristenlos. Es hat da nicht ganz gestimmt, muss man sagen. Aber Ursula und Wolfgang können das, glaube ich, bestätigen, die mit mir ja dort waren, dass wir eigentlich aufgrund, sage ich mal, der Ortskenntnis und der Kenntnis der Gegebenheiten vor Ort von diesen Menschenmassen fast nichts mitgekriegt haben und dass wir das eigentlich relativ perfekt abgehandelt haben. Wir haben es heuer so geplant wie letztes Jahr, dass unser Schwerpunkt oder unsere Unterkunft wieder in Hallstatt ist. Da gehört es dann natürlich dazu, so wie da, dass man diesen klassischen Hallstatt-Blick fotografiert. Wir werden, so wie man das auf dem Foto vorher gesehen hat, für alle, die da noch keine Erfahrung haben damit, vielleicht mit Graufilter, mit langen Belichtungszeiten arbeiten, wo man sieht, wie sich die Spiegelung im Wasser verändert, wie unterschiedlich das wirkt, wenn man da mit den Belichtungszeiten arbeitet.
Ich weiß, das Hotel in Hallstatt, das ist für das, was es bietet, ein Tick Overpriced, das ist mir klar. Aber wir haben da einen ganz einen großen Vorteil, dass man nämlich direkt in Hallstatt oder am Ortsrand von Hallstatt wohnen, mit Parkplatz mit dabei. Das hat den Vorteil, wenn wir da Freitagabend ankommen, dass wir dann ohne Stress einen Parkplatz kriegen, dass wir zur blauen Stunde zum Beispiel nach Hallstatt reinlaufen können oder spontan was anderes machen. Und auch die nächsten Tage zum Sonnenaufgang werden wir zur Hallstatt ins Zentrum reinlaufen und gehen dann danach zurück zum Frühstück und machen dann einen Ausflug, werden woanders unterwegs sein. Und wenn wir aber dann zurückkommen nach Hallstatt, haben wir kein Problem im Parkplatz. Selbst wenn alle Parkplätze voll sind und die Leute schon wegfahren, haben wir keinen Stress, weil wir dann uns auf den Parkplatz vom Hotel hinstellen. Diese Tour wird es übrigens heuer ein zweites Mal geben, falls ich jetzt wundert, wenn ich da von Juni rede und dass er plötzlich Herbstfotos. Es wird diese Tour im Oktober noch einmal geben. Vom Programm her ein bisschen anders, aber wieder auch mit Hallstatt mit dabei, weil das Salzkammergut auch im Herbst wunderschön ist und Hallstatt dann auch, aber auch die anderen Seen im Herbst wieder ganz anders wirken wie im Frühjahr. Wie gesagt, wenn wir ankommen, ist der Plan eigentlich, dass wir zur blauen Stunde gleich nach Hallstatt reinlaufen. Ich sage es aber bei all meinen Seminaren oder Fotowochenenden, Fotoreisen immer dazu, bei mir ist das Programm nie in Stein gemeißelt. Es hängt immer von den Gegebenheiten ab. Es hängt vom Wetter ab, von den Rahmenbedingungen und die weiß ich halt vorher nicht. Die können sich jederzeit verändern. Und dann kann es natürlich auch sein, dass wir spontan was anderes machen, als es ursprünglich geplant war, einfach weil es aufgrund der Rahmenbedingungen besser wäre. Also ich versuche da flexibel zu bleiben und mit kleinen Gruppen, und ich bin da immer mit sehr kleinen Gruppen unterwegs, kann man relativ spontan und flexibel auf die Situation und die Gegebenheiten vor Ort reagieren. Wir werden, ich habe da jetzt hauptsächlich Hallstatt drinnen, Hallstatt aus den unterschiedlichsten Blickwinkel und Perspektiven uns anschauen, dadurch, dass wir auch dort wohnen und um Tageszeiten dort sind, wo sonst niemand dort ist, können wir das auch wirklich menschenleer fotografieren. Auch das ist uns letztes Jahr gelungen, weil wenn man da zum Sonnenaufgang schon reinläuft, wir müssen da, weiß ich nicht, 500, 700 Meter sowas in der Größenordnung reinlaufen, also nicht allzu weit, dann haben wir den Hauptplatz auch für uns ganz alleine. Das funktioniert sogar in der Hauptreisezeit. Allerdings kriegt man dann wahrscheinlich keinen Platz in dem Hotel, wo wir untergebracht sind. Wir werden dann am Vormittag einen Ausflug machen, dann noch mehr dazu. Und wenn wir dann zurückkommen am Nachmittag, dann ist die perfekte Zeit, um mit der Gondel raufzufahren Richtung Salzbergwerk. Allerdings gehen wir nicht ins Salzbergwerk, sondern schauen uns den Blick von oben runter auf Hallstatt und den Hallstätter See an. Weil jetzt am Nachmittag, nicht zu spät, sondern von 3 bis 4 herum, ist die beste Zeit, weil dann genau das Licht von der anderen Seite auf Hallstatt runterfällt und jetzt ist genau die Rückseite vom Hallstatt im Sonnenschein, wenn das Wetter passt natürlich. Und da werden wir jetzt auch alle recht geben, die letztes Jahr mit dabei waren. Ich habe ein bisschen einen Stress gehabt, ob wir da dann ein Problem haben mit der Gondel und uns ausstellen müssen. Und weil die Parkplätze sind ja alle bumm voll, sogar gesperrt gewesen, weil so viele Leute waren. Und es war überhaupt kein Thema. Wir sind eigentlich mehr oder weniger durchgegangen, raufgefahren. Und auch oben bei diesem Fotopunkt mit Blick runter auf den Hallstätter See oder auf Hallstatt waren sehr, sehr wenige Leute und wir haben uns gar nicht so anstellen müssen, sondern haben eigentlich relativ gut fotografieren können von da oben, weil wir einfach zur richtigen Zeit dort waren. Wenn man dann eine halbe Stunde zu spät dran ist, also wenn man dann erst um 4 oder so raufkommt, dann ist Hallstatt schon im Schatten, weil die Sonne dann einfach hinter die Berge wandert. Das heißt, das muss von Timing her wirklich passen, dass sich das gut ausgeht. Abseits von Hallstatt steht natürlich auch einiges am Programm. Und das ist der Grund, warum ich geschaut habe, dass wir das jetzt möglichst bald machen. Am 1. Juni-Wochenende, weil im Ausseerland drüben die Narzissen blühen. Bei mir im Garten blühen es gerade jetzt, aber oben in den Bergen ist es dann doch um einige Wochen später. Da jetzt danke an den Peter, der in der Runde ist. Der hat mir dann nämlich die schönsten Narzissenwiesen gezeigt. Und es wird auch heuer wieder so sein wie letztes Jahr, dass das Narzissenfest nicht stattfinden wird und dass deswegen die Narzissen auf den Wiesen zum guten Teil stehen bleiben, was in anderen Jahren so nicht der Fall ist. Und es ist eine gute Gelegenheit,
einfach diese herrlichen Narzissenwiesen um den Loser im Ausseerland drüben zu besuchen und aus den unterschiedlichsten Perspektiven sich diesem Thema Narzissen und Blumenwiesen zu widmen. Ich sage danke an den Peter, der hat mir da ein herrliches Platz gezeigt. Bei der Blaualm eine ganz großartige Wiese. Man weiß natürlich nie ganz genau, wie es mit der Natur so ist. Die Blüte wie die Ernte, das wechselt immer. Es sind ein paar kalte Tage, ist es später dran, ist es schon sehr früh warm, ist es früher dran. Im Moment war es jetzt noch sehr lang sehr kalt, also wenn jetzt nicht extrem heiße Tage kommen, wird es mit dem Juni-Wochenende sicher passen. Es gibt ja verschiedene Höhenlagen, das heißt, irgendwo erwischen wir auf jeden Fall eine gute Wiese und der Peter ist ja mit dabei, du hast ja eh gerade zu Wort gemeldet, glaube ich. Ja, ich wollte dann kurz was sagen noch. Ja, der weiß auf jeden Fall irgendwo eine Wiese, die sicher passen wird. Peter, was möchtest du sagen? Auf der Blaualm sind die sowieso immer später, die Narzissen. Also das ist an und für sich, dort geht auch der Schnee relativ langsam weg und da sind sowieso immer etwas später als im sonstigen Ausseerland, die Narzissen. Also wir sind da sicher auf der guten Seite. Ja, letztes Jahr war ich auch das erste Juni-Wochenende, dass es gegangen ist und da war ich mit dabei. Waren einige in der Runde mit dabei, ich weiß jetzt nicht ganz genau, bei welchen Wochen erwartet. Ich war dann eine Woche später noch einmal mit einer Fotogruppe dort. Auch da waren noch Narzissen, aber nicht mehr diese vollen Wiesen, wie es am 1. Juni-Wochenende war. Also das sollte sicher passen. Schlechtwetterprogramm gibt es auch, beziehungsweise letztes Jahr war es dann so, dass der Sonntag eigentlich immer ein bisschen durchwachsen, aber vom Wetter nicht ganz schlecht, aber auch nicht ganz super. Und da sind wir ins Echental gegangen. Auch das ist jetzt nicht die Mega-Wanderung, aber so eine halbe, dreiviertel Stunde nach hinten, am wilden Fluss entlang bis zum Wasserfall nach hinten, wo man sich dann mit den Belichtungszeiten spielen kann und im Wasser das Stativ aufstellt, vielleicht einmal einen Graufilter ausprobiert. Auch da gibt es die Möglichkeit, wer sowas noch nie in der Hand gehabt hat oder auch nicht hat, der kann das gerne einmal von mir ausborgen. Ich habe die diversen Adapterringe mit und ihr könnt ausprobieren, wie schaut es aus, wenn ich dann solche Filter verwende, was verändert sich mit den Zeiten, wie verändert sich das fließende Wasser. Also ein Programmpunkt, der halt passen muss. Letztes Jahr hat er bei einem der beiden Termine super gepasst. Da habe ich gesehen, das Wetter ist perfekt, es ist fast windstill. Und dann sind wir am Freitagabend einmal nicht nach Hallstatt rein, sondern weil das Wetter so perfekt war, sind wir rübergefahren nach Gosa, zum Gosa See und haben den Dachstein, das Spiegelbild vom Dachstein im See fotografiert. So eine Gelegenheit kriegt man nicht so oft, wenn es wirklich komplett windstill ist und sieht der Dachstein da in der untergehenden Sonne im Wasser spiegelt. Das ist schon sehr perfekt. Aber das muss man dann sehr kurzfristig entscheiden, ob es passt oder nicht. Das Fotowochenende, das dann im Herbst stattfinden wird, wird natürlich auch wieder ein bisschen rund um Hallstatt sein, aber nicht so viel Hallstatt. Da werden wir auch die diversen anderen Seen erkunden und uns vom Ausseerland bis im Hallstatt, aber dann auch raus, eigentlich bis zu den Traunseen, den Langbadseen, dem Offensee und so weiter. Wir haben uns zum Thema Wasser, Spiegelbilder der bunten Bäume im Wasser widmen. Du Bernhard, ja. Es gibt auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel den Alterseer See wandermäßig zu umrunden und hinten gibt es eine Stelle, wo sich dann der Hallstätter Gletscher im Alterseer See spiegelt. Das ist auch ganz nett, wenn man das einmal in der Früh macht. Zum Beispiel wäre noch eine Idee. Ja, können wir uns gerne noch ausmachen und können wir gerne auch machen, Peter. Ich bin für jede Idee dankbar. Ich habe mir jetzt schon sehr viel angeschaut. Wie gesagt, mit dem Boot rausfahren. Also ich habe relativ viele Punkte mal jetzt rausgesucht, die zum Sonnenuntergang, je nachdem, passen. Ja, und wenn wir das Glück haben, so wie letzten Herbst und es ist eine Gruppe, die gut bei Fuß ist. Der Füssegelehm. Bitte? Der Augstsee am Loserum. Nein, das ist der Wildensee. Ja, der Wildensee, der schaut auch so ähnlich aus. Das ist draußen vom Offensee rauf, bei Ebensee da in der Gegend. Totes Gebirge ist das. Genau, wenn der Schnee ist, letztes Jahr wäre zu dem Termin, den wir heuer haben, gewesen. Da gestern so 2 Stunden rauf. Und das ist auch ein sensationelles Platzl, eine super Wanderung. Es kommt halt dann darauf an, ob die Rahmenbedingungen passen.
wenn es zufällig Schnee ist und ich habe eine Gruppe, die gut bei Fuß ist, dann kann man das machen, wenn nicht, findet man ein anderes Programm. Aber ansonsten ist die Jahreszeit natürlich nicht dafür geeignet. Der Schnee bleibt nicht so liegen und kommt normalerweise auch nicht so weit runter. Mhm. Aber Wildensee kann das schon mal vorkommen und vielleicht passt es ja heuer wieder. Schauen wir mal. Gut, es ist wieder ein bisschen was im Chat geschrieben worden, was ich natürlich jetzt mal nicht so ganz genau angeschaut habe. Ich habe Bernhard. Und ja. Zwar in die Anreise mit der Bahn, aber es ist schon beantwortet worden, dass man mit der Fähre über den See fahren kann. Und wenn jemand wo in, wir würden auch organisieren, dass ihr abgeholt werdet, Mitfahrgelegenheit von Wien aus und so weiter. Das heißt, einfach schreiben, wenn ihr da irgendwas braucht. Genau, also das ist kein Problem. Mitfahrgelegenheiten, weil es werden sicher ein, zwei runterfahren aus dem Wiener Raum. Kann sein, dass von St. Pölten weg, aber es kann sein, dass ich schon ein, zwei Tage früher dort bin, weil man oft, ich nutze die Gelegenheit und schaue aber auch vorher noch die eine oder andere Location an, ob sie irgendwas verändert hat, ob es wirklich passt. Ich also, bin auch früher im Badersee. Ja, aber mit der Bahn anreisen haben wir das letzte Mal auch gehabt. Die Andrea ist mit der Bahn gekommen, die ist einfach bis Hallstatt mit der Bahn gefahren. Da fährt immer die Fähre, die fährt zum Zug drüber. Übrigens mit dem Boot, mit dieser Fähre sind wir auch unterwegs in der Früh. Das ist einer unserer Programmpunkte. Am Morgen gehen wir in Hallstatt zu diesem klassischen Fotopunkt. Gar nicht so früh, wie man glauben könnte, weil es dauert eher eine ganze Weile, bis die Sonne über den Berg drüber kommt. Also man muss gar nicht zum Sonnenaufgang dort sein, weil dann ist man definitiv noch zu früh. Die Sonne braucht, bis sie da drüber kommt. Und wenn wir das dann gemacht haben, fahren wir mit der Fähre, die eigentlich zur Bahn fährt, da fahren wir einmal rüber und dann wieder retour und haben dann diesen Blick vom See aus auf Hallstatt. Und das mit relativ gutem Licht, weil die Sonne gerade über die Berge drüber gekommen ist. Also das geht sich vom Timing her sehr gut aus. Ja. Und auch das steht immer am Programmpunkt und die Anreise mit Zug ist überhaupt kein Thema. Ich hätte jetzt nur eine Bitte, und zwar bevor der Bernhard loslegt, wer Wings Platinum kennt, kennt Sie uns einmal einen Daumen hoch. Da unten gibt es also die Möglichkeit bei den Reaktionen. Mich würde mal interessieren, wer Wings Platinum kennt. Du brauchst nur auf Reaktionen gehen. Das zweite Symbol ist der Daumen hoch. Schickt uns einmal einen Daumen hoch. Mich würde mal interessieren, wie viele Leute sich das mit Wings von dem schon was gehört haben und wer es überhaupt nicht kennt. Also ich weiß von ein paar in der Runde das kennen. Karl, du warst jetzt sehr schnell, weil das war eher meine nächste Frage gewesen, bevor ich damit... Entschuldigung, aber der ist ein bisschen nein, nein, aktiver. Nicht. Wollte mir jetzt da nicht zu sehr einmischen, aber... Nein, das passt ja gut, passt gut. Wollte ich auch fragen, das mit Daumen hoch ist natürlich eine gute Idee. Das sieht man immer dann bei den Kameras, oder wie? Ja, man sieht es dann bei den Leuten, also man sieht dann... Das muss ich nur mal schauen. Also ich habe noch keine Daumen hoch gesehen jetzt. Ich habe ein paar gesehen. Es gibt aber nur Daumen hoch und nicht Daumen runter. Ja, jetzt haben wir Klick, oder? Ja, wer nichts tut, gehe davon aus, dass es nicht kennt. Ne? Ja, genau. Ja. Kenne es nicht, kenne es auch nicht. Okay, kenne Wings nicht, bin aber Apple-User. Okay, ja, das ist natürlich ein Argument. Er macht ja gar nichts, ist ja interessant, wenn du was Neues kennenlernst. Ja, aber wie gesagt, ein paar sind in der Runde, da weiß ich, dass sie es kennen. Darf ich nur ganz kurz was sagen, Bernhard, bitte? Ja, natürlich, du kannst da ganz lang was sagen. Nein. Also, Wings Platinum ist ja interessanterweise, hat den Bernhard und mich auch zusammengeführt. Der Bernhard ist zu mir gekommen und hat gesagt, er möchte sich einen Beamer kaufen. Und hast du nur jetzt noch analoge Tierschuss gemacht, Bernhard, oder nicht? Da kann ich mich jetzt nicht mehr ganz erinnern, wie das war. Eigentlich nicht wirklich. Du wolltest das, oder hast du die Projektoren schon gehabt? Und dann... Ich habe die Projektoren gehabt, ja. Genau. Und das war genau in der Übergangszeit, 2005, 2006, muss man dazu sagen. Also das ist wirklich lange her. Weil dieses Wings wurde nämlich 1988 quasi als Tiersteuerungssoftware, neues DOS-Listen-Editor, das war die erste Version. Und dann gab es eben in den 90er Jahren Wings for Windows, hieß es damals, wo man auch noch Diaprojektoren gesteuert hat, dann war Hard Disk Recording so um 95 und dann ab 2003 eigentlich ist dann die digitale Geschichte gekommen und da ist das dann eigentlich so richtig losgegangen und diese Audiovision war ja meine Leidenschaft über Jahrzehnte und der Bernhard ist da quasi dazugestoßen und hat es zur Perfektion gebracht und so sind wir eigentlich zum Wings
Platinum oder jetzigen Wings gekommen. Und somit übergebe ich wieder an dich, Bernhard. Jo, danke, Karl. Also die Mehrheit in der Runde kennt es nicht. Es soll ja jetzt eine Vorstellung sein, was das Programm kann, was es macht. Das heißt, die, die es kennen, wenn Sie euch vertiefen wollt, der Frank ist in der Runde mit dabei, der wird hoffentlich dann bei unseren Fototagen mit dabei sein. Es gibt auch da eine gemeinsame Woche, die ist im September, wo wir 5 Tage gemeinsam unterwegs sind. Es ist eine kleine Gruppe, viele davon sind seit vielen Jahren mit dabei. Es kommen aber immer wieder mal neue dazu. Da setzen wir uns 5 Tage mit dem Thema Wings, Fotografieren, Präsentieren, Filmen und so weiter auseinander. Jedes Jahr an irgendeinem anderen Ort in Österreich, irgendeine schöne Location, sind oft Orte, wo man sonst nirgends nie hinkommen würde. Also wir waren zum Beispiel schon in Hartberg, wo man jetzt nicht unbedingt auf Urlaub hinfahren würde, sondern drauf kommen, dass es dort auch ganz nette Plätze gibt. Wir waren in der Wachau, wir waren in Mittersee, also quer durch Österreich, ganz, ganz unterschiedliche Sachen haben wir da schon gemacht, wo wir fotografieren, Fotos machen für eine Geschichte, für eine Präsentation, aber auch Videos, Interviews, was auch immer, ganz, ganz unterschiedliche Dinge haben wir da schon gemacht. Das ist dann aber wirklich schon, die Tage sind eher was für sehr Engagierte, die auch schon ein bisschen Vorerfahrung haben. Für Neueinsteiger sind diese Fototage nichts, da gibt es aber natürlich dann auch Seminare dazu. Gut, jetzt wechsle ich aus der PowerPoint, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das muss bedeutet sagen, ob das einfach so ich geht. Ich sage auch Bescheid, Bernhard. Seht ihr jetzt schon die Wings-Oberfläche oder muss ich da die neue freigeben? Du musst glaube ich deinen Bildschirm gleich freigeben. Ja. Ich mache mal deine Freigabe zu. Nein, ich mach schon, passt schon. Ja. Kann man da 2 Sachen freigeben, wird das? Mit Steuerungstaste, mit gedrückter Steuerungstaste kannst du mehrere Fenster freigeben. Das ja, aber dann könnt ihr da hin und her springen, das ist super. So, gut, dann bin ich jetzt einmal im Wings drinnen. So. Gut. So. Passt das jetzt für Sie? Seht das wunderbar, Wings? Wunderbar. Bernhard, ich würde auch sagen, dass das passt. Als Tab jetzt die PowerPoint? Genau, jetzt sind wir in die PowerPoint. Passt, super. Das heißt, das funktioniert jetzt. Sehr gut. Hätte ich gleich machen sollen, aber. Du musst mit Steuerungstaste freigeben, oder? Ja, jetzt habe ich mit Steuerungstaste freigeben. Habe ich auch gelernt. So, gut. Karl hat eh schon ein bisschen was vorweggenommen. Das Programm ist schon ein sehr altes Programm, ist ursprünglich entwickelt worden, um Tierprojektoren zu steuern. Das ist natürlich längst alles Geschichte, kann man sie im Museum von AV Stumpel anschauen. Das ist die Firma, die das entwickelt hat. Die Firma sitzt in Wallern, das ist bei Bad Schallerbach in Oberösterreich, eine sehr innovative Firma, die da ein bisschen in der Pampa ist. Die im Moment da leider alle auf Kurzarbeit sind, notgedrungen, weil sie halt sehr viel im Eventbereich tätig sind. Wer mal eine sehr hochwertige Leinwand braucht, die gibt es auch über uns, aber von AV Stumpfel, das sind vor allem diese mobilen Leinwände oder Leinwände, die in Seminarräume eingebaut werden. Da ist Stumpfel übrigens, was mobile Leinwände betrifft, sogar Weltmarktführer, also auch was ganz Besonderes. Das ist eine kleine Firma aus das Wollern. Aber wir wollen nicht über Leinwände reden, sondern ich möchte euch das Wings vorstellen. Wings ist also ursprünglich entwickelt worden, um Fotos zu präsentieren. Das war der Anspruch mit einer Diashow mit Diaprojektoren. Natürlich ist der Anspruch größer geworden, es weiter gefasst worden. Es geht heutzutage nicht nur um die Fotos, es geht auch um Videos, es geht um Ton, um Musik, um Sprachaufnahmen und alles, was halt zu einer Präsentation dazugehört. Aber wir profitieren auch von diesem ursprünglichen Einsatz, weil das die oberste Prämisse und das Wichtigste war immer die perfekte Bildqualität. Das heißt, unser Ausgangsmaterial ist das Foto. Aber ich kann natürlich mit dem Wings auch genauso Video schneiden. Es ist aber kein Videoschnittprogramm. Also wenn ich jetzt rein Video schneiden will, nur Videomaterial habe, dann bin ich sicher mit anderen Programmen besser aufgestellt. Wenn es aber für eine Präsentation ist und mit viel Fotomaterial, dann bin ich beim Wings richtig. Also, Schwerpunkt ist immer perfekte Bildqualität. Irgendjemand in der Runde hat schon geschrieben, ich bin Mac-User. Ja, das wird sich leider auch nicht ändern. Wings ist ein PC-Programm. Es läuft am Mac, aber nur mit Windows-Partition. Ich kenne aber einige Leute, die das machen.
dürfte, soweit ich das weiß, sehr krisenfrei funktionieren, aber man braucht halt eine Windows-Partition. Anders geht nicht und das wird sich halt auch nicht verändern. Entschuldige, Peter, ich melde mich noch kurz. Ich bin auch Mac-User und es gibt ein relativ, also qualitativ sehr hochwertiges Programm, ist aber von der Oberfläche wesentlich einfacher aufgebaut, kann aber auch sehr viel. Das nennt sich Photomagico. Und das ist also für Diapräsentationen, auch für Videos, also Videos einbauen, vertonen, synchronisieren und so weiter, ist das auch sehr gut. Okay. Also das zum Trost für Mac-User. Es geht ja auch mit Windows-Partitionen. Also es gibt auch einen anderen Trost für Mac-User. Gut. Wie ist das Programm aufgebaut? Also prinzipiell ist es so, dass es einen Timeline-Bereich gibt, so wie in einem Videoschnittprogramm auch. Ich habe hier meine Zeitachse, meine Timeline mit verschiedenen Spuren. Am Spurkopf erkenne ich, um welchen Spurtyp es sich handelt. Also nicht schwer zum Erraten. Hier gibt es Musikfiles zum Einfügen. Das ist eine Tonspur, das ist eine Videospur, das wäre eine Bildspur und dann gibt es auch sogenannte Markerspuren. Dann gibt es darunter einen Bereich, das ist der sogenannte Media Pool. Da sind alle Medien, die ich in mein Projekt hineingezogen habe, abgelegt. Das heißt, hier sind die Bilder drinnen zu finden, da habe ich die Audios, darunter die Videos und so weiter und so fort. Alle meine Medien finde ich also da unten im Media Pool. Ich kann das einfach aus dem Windows Explorer per Drag and Drop da reinziehen. Wenn ich Bilder verwenden will, dann muss ich sie auf die Bildspur ziehen. Ich kann auch gleich mehrere Bilder zum Beispiel markieren und die Bilder gemeinsam auf eine Bildspur legen. Dann blende ich einen Bildschirm ein. Das funktioniert mit dieser Taste hier. Und hier in diesem Screen sehe ich, was nachher dann in meiner Präsentation oder auch im Video, das ich erstellt habe, sichtbar ist. Wenn ich den Locator über die Zeitachse bewege, wird immer das Bild angezeigt, das sich an der Stelle, wo ich mich auf der Zeitachse bin, gerade befindet. Wenn ich die Bilder ineinander verschiebe, dann habe ich hier einen strichlierten Bereich, das ist der Bereich der Überblendung. Also ich kann hier sehr genau die Überblendung an die richtige Stelle schieben. Ich kann diese Überblendung länger und kürzer machen, je nachdem, wie ich das brauche. Mit Shortcuts, mit Werkzeugen funktioniert das relativ gut. Natürlich diese Shortcuts, die merkt man sich dann, wenn man mehr mit dem Wings arbeitet. Wenn man alle paar Wochen oder Monate einmal das Wings in die Hand nimmt, dann wird man diese Tastenkürzel nicht intus haben. Das ist so ähnlich wie mit Photoshop. Alles, was man regelmäßig macht, die Tastenkombinationen und Shortcuts kennt man. Wenn man es halt nur hin und wieder verwendet, dann muss man es meistens umständlicher machen, weil man sich die schlicht und einfach nicht merkt. Warum ist das wichtig für mich, dass ich diese Überblendungen punktgenau steuern kann? Ja, zum Beispiel, weil es ja auch um den Takt der Musik geht. Wenn ich Musikstücke einfüge in mein Projekt, dann ziehe ich die auf eine sogenannte Audiospur und dann versuche ich mit dem Takt der Musik zu schneiden. Also das ist für mich ganz was Wichtiges, dass wenn der Dusch in der Musik kommt, dann muss es auch in der Überblendung kommen. Es gibt so eine Frage, die sehr regelmäßig bei den Seminaren auftaucht, was ist so diese ideale Standzeit oder wie lange müssen Bilder sichtbar sein? Darauf muss ich immer sagen, das kann man so nicht beantworten, das kommt ganz drauf an. Das werden sehr unterschiedliche Startzeiten sein. Wenn ich irgendwas Hektisches erzähle, weil ein Abenteuer passiert ist oder ich bin in der Stadt, ich will den hektischen Verkehr zeigen, ja, da wäre Musik kaum, die Spannung aufbaut, mit einem Beat, der schnell geht, das wumm, wumm, wumm geht und da wäre ich halt dementsprechend eine kurze Schnitte haben, so wie es in einem Spielfilm auch ist. Wenn ich aber einen Sonnenuntergang zeigen will und wie der Sand ineinander fließt, ja, da wäre wahrscheinlich eine langsamere Musik haben und dann werde ich auch harmonischere, langsamere Übergänge gestalten. Diese Übergänge kann ich mit diesen Kurvenbändern dann wirklich nur ganz fein justieren. Wie gesagt, Wings kommt ja aus der Fotopräsentation und da kann ich wirklich wunderbar diese Überblendungen aufeinander abstimmen und die Bilder aufeinander abstimmen. Ich kann nach jeder Zeit meinen Bilderschnitt verändern. Also ich kann zum Beispiel in so ein Bild reinzoomen und sagen, okay, ich möchte nur das sichtbar haben.
dann kann ich das direkt da im Screen bearbeiten und dann ist auch nur dieser Ausschnitt sichtbar. Ich kann aber natürlich auch jederzeit da eine Bewegung hineinprogrammieren und ich kann sagen, wenn das Bild abgespielt wird, möchte ich da reinzoomen oder ich möchte einen Panoramaschwenk machen, weil ich ein Panorama fotografiert habe. Dann kann ich das ganz einfach mit sogenannten In-Screen Editing da in diesem Screen drinnen machen. Und schon bewegt sich dieses Bild, in dem Fall habe ich einen Zoom hin zu dieser Karawane gemacht. Also ich kann da wirklich ganz fein abstimmen und mit der Timeline sehr exakt programmieren. Die kann ich natürlich auch genauer machen, die Darstellung. Ich kann sie auch grober machen, je nachdem, wie ich das zum Arbeiten brauche. Natürlich heißt es nicht, dass ich nur ein Bild verwenden kann. Ich kann auch kleine Bilder einfügen. Ich kann kleine Bilder gleichzeitig zeigen. Aber immer, wenn etwas zur selben Zeit sichtbar sein soll, dann brauche ich dazu eigene Spuren. Also dann könnte ich zum Beispiel ein kleines Bild, ein Bild drüberlegen und das muss ich in dem Fall halt dann kleiner machen. So. Und da kommt das Ebenenprinzip zu tragen. Das, was oben ist, überdeckt das, was drunter ist. Das heißt, wenn diese Spur unter der anderen Spur wäre, jetzt ist das in dem Foto nicht sichtbar, ziehe ich diese Spur nach oben, wird das kleine Bild sichtbar, weil es nach dem Ebenenprinzip über dem Hintergrundbild ist. Dann gibt es noch Echtzeiteffekte, also wenn ich zum Beispiel sage, okay, das nur so reinklatschen, das gefällt mir nicht, ich möchte da einen Effekt drauflegen, dann könnte ich zum Beispiel den Effekt Frame da drauflegen und es wird ein Rahmen mit eingeblendet. Ich kann die Farbe, die Breite und so weiter bestimmen. Ich könnte auch genauso einen Schatten darunter legen. Also auch da habe ich einiges an Möglichkeiten, wie ich die Bilder einbinde. Aufpassen, nicht zu viele Bewegungen, nicht zu viel herumfahren. Es zerstört das Ganze eher. Aber dezent eingesetzt kann das schon sehr wirkungsvoll sein. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt eine Reise schon programmiert oder um einen peppigen Trailer gestaltet. Ich werde jetzt in die PowerPoint wechseln und mal schauen, wie das läuft über Zoom. Sicher nicht so hundertprozentig perfekt, aber ich werde mal einen Trailer abspielen, den ich für die Foto-Adventure gestaltet habe. Also das ist ein bisschen peppiger. Ist kein aktueller Trailer, weil ob die aktuelle Foto-Adventure stattfinden wird, wissen wir nicht. Für alle in der Runde, die das nicht wissen, die Foto-Adventure ist eine Reise- und Fotomesse, die jetzt immer in der Messe Wien war. Wenn sie stattfindet, wird es heuer aber in der Pyramide in Vösendorf sein. Mal schauen, ob es geht. Da dreht sich alles ums Fotografieren. Es gibt Fachverträge übers Fotografieren, über Photoshop, über Lightroom, alles, was da dazugehört. Es gibt auch Fotoshootingskurse, die man buchen kann. Es gibt aber genauso Reisevorträge, Infos über diverse Reisen, Länder und so weiter. Also eine ganz spannende Messe, für die ich seit vielen Jahren die Trailer, aber auch die ganze Vortragstechnik organisiere. Viele der Vorträge sind übrigens mit Wings Platinum gestaltet. Nicht alle, aber die meisten. Und den Trailer möchte ich hier mal vorspielen. Kann sein, dass das jetzt über Zoom nicht so hundertprozentig mit diesen kurzen Schnitten läuft. Mal schauen. Läuft eigentlich ziemlich gut, Bernhard, das ist echt beeindruckend. Ja, die kurzen Schnitte am Schluss sind vielleicht schon ein bisschen kritisch, weil das wird ja dann immer schneller, schneller, schneller. Ich versuche halt immer mit dem Takt, mit der Musik zu schneiden, das ist mal ganz, ganz wichtig.
Apropos Musik, aufpasst mit Musikrechten, solange ihr das für zu Hause macht, ist das nicht so tragisch für öffentliche Aufführungen und vor allem auch fürs Internet stellen. Bitte beachtet Musikrechte. Es gibt mittlerweile auch sehr günstig Musik, auch sehr gute Musik, die man einkaufen kann, wo man die Musikrechte auch klären kann. Hier habe ich jetzt wieder so einen Fall von einem Vortragenden. Was etwas kennt, gemeinsam mit Pascal Violo organisiere ich ja die Alles Leinwandreihe. Das sind diese ganzen Vorträge, die im Audimax in Wien laufen oder auch das Reise- und Abenteuerfestival oder Reinhard Messner in der Stadthalle zum Beispiel. Und einer unserer Referenten, die wir die letzten Jahre gehabt haben, der hat es mit den Musikrechten nicht ganz so genau gehabt und der hat eine Rolling Stones Nummer verwendet in seinen Trailern und hat jetzt plötzlich einen Brief vom Anwalt kriegt, wo es um horrende Summen geht und der hat uns jetzt gebeten, dass wir schauen sollen, dass nirgends mehr auf unsere Webseiten irgendwo seine Trailer drauf sind, wo er heute diese Musik verwendet hat. Aber wer natürlich Musik von den Stones oder sowas verwendet, das ist klar, dass man da irgendwann einmal Probleme kriegt, wenn man es ins Internet auf YouTube stellt und so. Also da bitte aufpassen. Gut, was gehört zu einer Präsentation noch dazu? Musik kann man schon, Wings kennt die gängigen Formate, also MP3 oder WAV ist das, was man einbindet, aber wenn man andere zur Verfügung hat, wie FLAC oder was es auch sonst noch so gibt, die kann man mit Wings auch konvertieren. Mit Wings 7 geht es inzwischen, kein Problem. Das heißt, im Prinzip kann man jedes gängige Musikfile einbinden. Man kann auch von CDs runterkopieren übrigens mit Wings. Was braucht man noch? Naja, zum Beispiel eine Titeleinblendung. Ich kann in mein Wings ein Textobjekt einfügen. Und schreibe da jetzt einen Text rein. Alles, was ich mache, sehe ich sofort in meinen Screen. Gestalte das jetzt. Kann da auch die Schriften verwenden, die heute auf meinem Rechner installiert sind. Was immer ich da möchte. Kann das halt gestalten und anpassen. Kann natürlich die Farbe verändern, kann einen Schatten drauflegen, was da halt auch bei Schriften so dazugehört. Natürlich kann ich auch die Schrift bewegen, wer das möchte. Da rate ich wieder eher zur Vorsicht, würde jetzt nicht unbedingt immer die Schriften animieren, aber manche wollen das halt für irgendeinen Abspann oder so. Natürlich kann ich auch die Schriften bewegen, genauso wie ich die Fotos bewegen kann. Dann fehlt uns noch die Bearbeitung des Tons zum Beispiel. Die Musik, wenn die von der Länge her nicht passt, die kann ich jederzeit abschneiden. Das Kurvenband, das ist die Lautstärke. Damit kann ich die Lautstärke steuern und kann zum Beispiel auch ganz leicht einen Fade-Out programmieren. Komme drauf, dass es doch braucht, kann ich das ja jederzeit wieder aufziehen, weil es im Hintergrund ja noch da ist und nicht weg ist. Das ist überhaupt bei Wings auch, wenn ich da irgendwas verändere, einen Bildausschnitt oder sonst irgendwas verändere mit den Bildern, das passiert nie mit dem Original. Das heißt, die Originaldateien werden nicht angegriffen. Das ist auch ganz was Wichtiges. Also wenn ich da was wegschneide bei Video oder Ton, dann ist das im Hintergrund noch da. Videos. Ich habe auch noch eines vorbereitet, das kann ich dann auf eine Videospur ziehen. Das ist die Videospur, erkenne ich im Spurkopf. Und jetzt habe ich das Video in meiner Zeitachse, auf meiner Zeitachse. Und jetzt fällt gleich auf, dass da nur das Video ist und dass der Ton fällt. Dazu muss ich das Video noch einmal auf die Timeline ziehen, dieses Mal aber nicht auf eine Bildspur, sondern auf eine Tonspur. Und jetzt habe ich das Video und den Ton getrennt voneinander. Wenn ich das jetzt geschnitten habe, dann ist der Ton irgendwo. Das ist kein Problem. Ich kann das jederzeit wieder synchronisieren. Auch da gibt es einen Trick, wie ich das machen kann mit Inhalt ausrichten. Wenn ich jetzt nach vorne ziehe, sehe ich, dass beide denselben Nullpunkt haben, dass Ton und Video wieder synchron sind. Natürlich, wie alles andere, wenn ich jetzt zum Beispiel 4K-Videos zur Verfügung habe, dann kann ich da ohne Probleme auch in meinem kann ich genauso in mein Video reinzoomen, wie ich das mit den Fotos machen kann.
Wings prinzipiell ist auflösungsunabhängig, das heißt, ich kann jede beliebige Auflösung verwenden, also für HD, für einen HD-Fernseher, für K, für einen 4K-Fernseher ist überhaupt kein Problem. Das Größte, was wir jemals gemacht haben, das waren jeder Füssi und ich gemeinsam, wir haben für Canon eine Rundumprojektion gemacht, da haben wir eine Auflösung gehabt von 12.000 Pixel, also das war von der Software her überhaupt kein Problem, da kommt es dann eher die Hardware, die Rechner und die Beamer, die das auch bringen können müssen. Man muss sagen, es war eine 56 Meter lange Leinwand, der Zylinder mit 18 Meter Durchmesser. Ja, war eine sehr beeindruckende Geschichte damals, großes Projekt. Ja, das kann Wings alles ohne Probleme. Was ist noch wichtig für die Präsentation, für die Live-Präsentation? Zum Beispiel die Markerspur und Pausemarker. Ich kann also jederzeit bei einem Bild einen Pausemarker einfügen und dann bleibt beim Abspielen die Präsentation hier stehen. Und erst wenn ich auf die Präsenter oder auf die Leertaste drücke, läuft die Präsentation weiter und das nächste Bild wird eingeblendet. So. Mache ich natürlich immer genau vor der Überblendung, dass es stehen bleibt. Dann klicke ich weiter und das nächste kommt. So, jetzt zeige ich euch noch etwas. Jetzt drücke ich auf Explorer. Jetzt wird das Bild im Media Pool angezeigt und dann seht ihr, dass da, wo das Bild ist, ein Unterordner entstanden ist. Das ist Punkt W7. Ich habe gesagt, Wings greift weder die Videos noch die Fotos noch sonst was im Original an und verändert die nicht. Wichtig ist aber trotzdem die Ausgabegröße. Die Bilder sollen ja optimiert sein für meine Ausgabegröße. Also ob ich das jetzt für einen HD-Fernseher oder für einen 4K-Fernseher oder sonst was ausgebe. Und dazu stelle ich in den Projekteinstellungen ein, mit was meine Ausgabegröße ist. In dem Fall habe ich HD 1920x1080 eingegeben. Und das Bild ist aber viel größer und da seht ihr, dass ja oben und unten was wegfällt, weil das Foto ist 3:2 und das Videoformat ist 16:9, das ich da jetzt eingestellt habe. Das heißt, Wings optimiert die Daten hin auf diese Ausgabegröße, weil meine Bilder ja viel größer aufgelöst sind eigentlich. Immer die Originaldaten, bitte immer die volle Qualität aus dem Lightroom oder dem Photoshop rausspielen und nicht runterrechnen. Also der Fehler wäre jetzt, die Bilder schon aus dem Lightroom alle mit 1920x1080 rausspielen, nehmt die volle Auflösung. Dann könnt ihr es nämlich im Wings, die Daten werden im Wings sowieso angepasst. Und zwar passiert das eben genau in diesem Punkt W7-Ordner. Da sind die Daten optimiert für die Ausgabegröße, die hier eingestellt ist. Und komme jetzt dann später drauf, dass ich keinen 4K-Fernseher mehr habe, sondern jetzt keinen HD-Fernseher, sondern plötzlich einen 4K-Fernseher, dann ist das kein Problem, weil meine Originalfotos ja viel höher aufgelöst sind. Und in dem Fall stelle ich einfach in die Projekteinstellungen die Ausgabegröße um auf 4K und dann werden die Daten neu optimiert und die werden dann hier in diesem W7-Ordner neu optimiert für die neue Ausgabegröße und ich habe wieder die perfekte Ausgabequalität. Das ist also eine große Stärke von Wings. Gut, wie spiele ich das Ganze ab? Wie präsentiere ich das Ganze? Das Einfachste ist, dass ich da einfach auf F5 in den Vollbildmodus wechsle und das im Vollbild abspiele. Oder ich erstelle zum Beispiel ein Video, indem ich auf Ausgabe Videoformat und ich kann im Prinzip jedes beliebige Videoformat rendern. Das ist inzwischen schon sehr einfach geworden, weil es Presets gibt, die mir genau verraten, was ich möchte. Möchte ein Video erstellen für YouTube, möchte eins erstellen für Facebook, soll es für einen HD-Fernseher sein, 4K-Fernseher, je nachdem habe ich alle Presets hier, brauche die nur anklicken, auf das Hager klicken und die Daten werden dementsprechend eingestellt und ich kann mein Video erstellen. Das ist immer dann ideal, wenn ich es weitergeben möchte, fürs Internet, fürs Anschauen am Fernseher. Wenn ich allerdings mit Pausemarker präsentiere, dann hilft mein Videoformat nichts. Wer ein Video kennt, keine Pausemarker, das würde durchlaufen. Dann präsentiere ich im Idealfall direkt aus dem Vollbildmodus oder auch da gibt es zwei Varianten. Ich habe als Ausgabe, kann eine Exe-Präsentation oder eine Wings-Präsentation erstellen. Dann läuft die Präsentation sogar ohne, dass das Wings installiert ist. Verwende ich selber nur mit Kunden von mir, für die die Präsentationen erstellt, die selber aber kein Wings haben. Also der Lega Karl zum Beispiel, lieber Freund und Kunde von mir,
Bei dem ist es so, dass der sich mit dem Wings nicht auseinandersetzt. Der will sich das Wings nicht kaufen, weil er damit eh nichts anfängt. Ich erstelle die Präsentation und dann kriegt er von mir entweder eine Wings-Präsentation oder eine Excel-Präsentation. Dann kann er das Ganze abspielen, ohne dass er das Wings überhaupt hat. Kann es aber auch nicht bearbeiten. Muss aber eh nicht, weil das interessiert den Call eh nicht. Aber ansonsten kann es jederzeit auch ganz einfach aus der Timeline im Vollbildmodus präsentieren. Gut, das waren einmal so die allerwichtigsten Features von Wings. Kann natürlich noch viel mehr. Seitenverhältnisse kann ich jedes beliebige einstellen. Ursprünglich war es 3:2, weil die meisten ja von der Fotografie, vom Tier gekommen sind. Kann aber genauso gut ein Hochformat sein, weil der Karl vorher gesagt hat, Instagram Stories Hochformat. Das kann ich im Wings auch einstellen. Ich brauche nur hier die Ausgabegröße umstellen und kann da, ich drehe das jetzt einmal um, von 1080 auf 1920. Dann wird das Screen, achso, da muss ich davor umstellen, wird das Screen umgestellt auf, muss ich da auch noch umstellen, selbst definiert so. Moment, so, war jetzt kurz mein Fehler. So, und jetzt habe ich ein Hochformat-Screen. Jetzt sieht man das schön. Also auch das kann ich mit Wings. Also auch da könnte ich aus meinen Fotos kurze Videos für Instagram im Hochformat schneiden, wenn ich das unbedingt möchte. Das hat der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Jedes gängige Format ist möglich. Ich habe jetzt noch ein, zwei Beispiele da in der PowerPoint drinnen. Das sind alles immer längere Videos. Ich werde es noch ganz kurz anspielen, um so ein bisschen einen Überblick zu geben, was da sonst noch alles so geht. Augenblick, ich starte das aber so. Das war ein Projekt, das ich für den Nationalpark Kalkgarten gemacht habe. Das ist übrigens dort, wo die nächsten Fotofilmtage, Wingstage hingehen im September. Psst, hier drüben. Schau genau, zwischen den Blättern. Wenn du den Nationalpark Kalkalpen kennenlernen willst, dann komm mit mir. Ich kenne mich da aus. Komm. Komm mit. Was man da auch noch ganz gut sieht, auch das ist was, was Wings kann. Wings kann auch Masken. Also wenn ich Masken anfertige, in dem Fall das Logo vom Weltnaturerbe, dann kann ich in dieser Maske Videos, Fotos und so weiter animieren und abspielen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die ich mit dem Wings machen kann. Hoppla. Es nimmt sich brutfote Buche hier im Herzen Österreichs, zwischen den Flüssen Enz und Steyr, im Südosten von Oberösterreich. Landkarten selber erstellen kann ich mit dem was dich da erwartet? Aber ich kann sie sehr wohl animieren. Na, eine Waldwildnis mit ihren vielen Bewohnern. Also diese Geschichte mit vielen kleinen Bildern und so weiter und so fort, das geht auch automatisiert im Wings mittlerweile, dass die angepasst werden, ohne dass es groß einstellen muss. Ja. Da ist das Werkzeug Wings mittlerweile sehr, sehr mächtig. Genau, das ist eine andere Präsentation, weil die Präsentation von dem Nationalpark, die dauert über 20 Minuten, die mutte ich euch jetzt nicht zu. Aber wenn wir mit den Fototagen in den Kalkalpen unterwegs sind, da werden wir auch mit Rangern unterwegs sein. Wir werden sicher ins Nationalparkhaus schauen und da werden wir uns dann auch die Präsentation anschauen und überlegen, wie die auch programmiert, geschnitten wird. Stories written by people. Oft ist es ja nur so viel bei den Gasten. My little boy. The story of was Wings mittlerweile kann, dann Kartenanimationen. Also ich kann Routen einzeichnen. In diesem Fall habe ich die Route für was anderes verwendet, weil es da um Stories of my life geht. Da habe ich so diese Bewegung,
durch das Leben, durch die verschiedenen Orte und so symbolisiert. Normalerweise würde man das natürlich auf einer Landkarte machen, aber auch das ist etwas, was Wings mittlerweile kann, Karten animieren. Es ist ja immer so eine Kombination aus Photoshop und Wings, weil diese kleinen Bilder, die sind jetzt nicht mit Wings angefertigt, die sind nur ins Wings eingebunden. Die Grundstruktur ist natürlich im Photoshop gemacht. Also wer da wirklich Exzessives machen will und Spaß dran hat und komplexe Projekte machen will, da gehört dann auch Photoshop sicher auch dazu. So, und wer jetzt nur Video hat, natürlich, vergiss immer, dass ich auf die Präsentation schalte, dann weiterschalten. Das war eine Geschichte vom letzten Sommer, Lockdown. Keiner hat gefragt, macht, was man zu Hause sieht. Ich habe damit meine Buben gewerkt, habe meine Jungs beschäftigt. Ein bisschen, aber das tut uns die Sache, hat die Jungs haben gefilmt und was gearbeitet. Aber nachdem ich ganz viel mit dem Wink gearbeitet habe, dann die Videos schnell. Okay, mit den Jungs gemeinsam. I wanna travel the world with you, counting the stars. I wanna do everything you do, counting the stars. I wish that you could see all that is good in me, but you don't. Now you're getting there, but it's getting so hard. I guess you should have known the way to let me go, but you don't. Now you're getting there, and it's breaking my heart. Weiter und so fort. Ihr merkt, das Fernweh drückt schon ein bisschen. Apropos Fernweh, bevor es jetzt vielleicht doch die eine oder andere Frage ist, nur ein Hinweis. Nächsten Donnerstag, wer Lust hat, seit Jänner habe ich fast jede Woche eine Präsentation. Hin und wieder der Rainer Skrone von AAR, aber fast immer ich, über die Reisepläne für die Zeit nach der Pandemie, die kommt bestimmt. Und da immer näher, hoffentlich nächsten Donnerstag geht es in Richtung Ladakh. Eine Reise, die sicher spätestens 2023 wieder geplant ist. Also wer Lust hat, schickt mal kurz eine Nachricht auf der Wiener Fotoschule-Seite, kann man sich eher anmelden. Dann geht es Richtung Ladakh. Jo, so viel von meiner Seite. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, Chat habe ich jetzt gar nicht im Blickfeld behalten. Und wenn, ja, dann meldet euch schlicht und einfach. Na, Chat ist im Moment ruhig. Okay, alle eingeschlafen, sehr gut. Alle eingeschlafen, nein, du, alle waren so fasziniert von deinen Ausführungen, aber jetzt haben wir einen super Einblick bekommen. Und Wings Platinum ist vor allem für die Leute, die live präsentieren wollen, einfach dazu seine eindeutigen Stärken. Wenn jemand sehr, sehr viele Videos hat, oder der Bernhard schon gesagt, dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Und für die Wings zum Benutzen, anscheinend wird eifrig an einer neuen Version gebastelt, haben wir jetzt informell gehört. Also das heißt, da geht es auch weiter. Und ja, wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Ich habe jetzt nur ganz kurz zusammengeschrieben, wenn es jemand
interessiert, da gibt es nämlich also verschiedene Lizenzen. Da wollen wir euch aber gar nicht lang damit. Genau. Einfach einmal kurz das Mail schicken. Es gibt Starter, also Echo, Starter, Advanced und Pro. Das sind verschiedene Spuren und verschiedene Ausführungen. Wenn es jemand interessiert, einfach ein kurzes Mail schicken und dann werden wir euch weitere Infos zuschicken. Der nächste Punkt ist dann die Bildbesprechung. Jetzt muss ich noch einmal da kurz meinen Bildschirm stoppen und den Lightroom freigeben. So, wir haben noch ein paar Fotos bekommen. Leider wieder ohne teilweise ohne Namen. Wir würden euch wirklich bitten, schreibt uns den Dateinamen rein, sonst haben wir uns so schwer, dann zu sehen, von wem die Fotos sind. Aber der Frühling, wie gesagt, steht vor der Tür. Ja, Blumen eh ohne Ende. Schauen wir mal, was da als nächstes kommt. Genau. Sehr schöner diagonaler Bildaufbau, sehr reduziert. Wir haben eigentlich nur weiß und grün am Bild. Dieser schöne dunkle Hintergrund, wo sie die Blume entsprechend absetzen kann. Man sieht da sehr schön diese feine Struktur hier von den Blättern. Also sehr, sehr gelungen. Und das Ganze noch im quadratischen Format, also perfekt fotografiert. Das dürfte einer der Wintereinbrüche gewesen sein, der nun vor kurzem war. Okay, da lese ich gerade was im Chat. Schauen wir mal, wer ist das? Er schreibt uns da. Oliver, kannst du mal im Chat bitte schauen? Schöner Kontrast, schreibt Mohamed. Ja, sehr gut. Mohamed, du kannst da gerne dich einblenden, wenn du was dazu sagen möchtest, bist du herzlich willkommen. Ja, für mich ein bisschen mehr, also sehr, sehr zentrale Perspektive. Der Wolfgang schreibt gerade, sind meine Bilder nicht gekommen. Es dürfte anscheinend da ein kleines Problem gegeben haben, wenn ich mir das so anschaue. Meine sind auch nicht dabei. Ja, das tut mir sehr leid, aber die werden wir dann werden wir nächste Woche noch eine Runde nachschirmen. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber normalerweise haut der Upload problemlos hin. Karl, das schreiben jetzt viele im Chat, dass die Bilder nicht angekommen sind. Okay, dann werden wir die Bildbesprechung, nachdem die Zeit eh sehr fortgeschritten ist, werden wir die Bildbesprechung jetzt an dieser Stelle heute abbrechen. Dann würde ich einfach bitten, ich poste am Montag noch meinen Link, ihr beide E-Mail-Adressen, ich schicke euch noch einmal einen neuen Link zum Hochladen. Wenn ihr bitte so nett seid und einfach die Bilder noch einmal hochlädt, und in 14 Tagen, dann machen wir dann auch noch eine Verlosung. Dann haben alle auch noch eine Chance auf diese Preise. Wir haben nämlich der erste Preis wäre das Vacuum One. Dann haben wir einen Gutschein, 50 Euro in der Fotoschule und einen neutral dichte Filter an 16-fach mit entsprechenden Durchmesser an Runden. Gut, Oliver, dann würde ich bitten, dass du, ich werde meine Bildschirmfreigabe beenden, dass du gleich mal mit der Photoshop Challenge startest. Ja, also herzlich willkommen auch von meiner Seite, die Salzburger Außenstelle der Wiener Fotoschule. Und ich gebe euch jetzt gleich mal meinen Bildschirm frei. Und jetzt schließt sich sozusagen der Kreis, weil Bernhard Brenner hat ja vorher schon gemeint, eine schöne Präsentation auf Wings Platinum zu gestalten. Das ist immer die Kombination aus den eigenen Bildern, Photoshop und Wings. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar heiße Tipps für Photoshop an. Jetzt, ihr seht es eh an diesem Bild. Ist mein Ton laut genug, Karl? Das habe ich vergessen. Wir hören dich gut, das passt. Okay, gut. Also das ist ja jetzt genau diese Zeit, also wenn man in den Bergen unterwegs ist, oben hat man noch tiefsten Winter und viel Schnee und unten beginnt halt schön langsam die Natur zu erwachen. Dieses Bild habe ich vor 2 Tagen im Lungau gemacht und ihr seht eh oben und der Himmel wunderschön blau und da ist halt das Ganze ein
bisschen noch, wo ich sage, naja, das schaut jetzt nicht so besonders aus. Und das werden wir jetzt ein bisschen aufpeppen. Und das ist jetzt heute mein Tipp für die Einsteiger, die sagen, sie wollen sich einmal mit Photoshop beschäftigen. In Photoshop hat man da jetzt dieses Bild als unterste Ebene und über diese Hintergrundebene oder dieses Bild kann ich mir eine weitere Ebene anlegen, indem ich da zum Beispiel die einzelnen Einstellungsebenen aufrufe. Eine Einstellungsebene bedeutet, mit dieser Ebene kann ich am Bild eine Veränderung durchführen. Und jetzt nehmen wir uns mal da die Farbbalance-Einstellungsebenen und ihr seht, ihr bekommt da jetzt drei Regler und die sind eigentlich selbsterklärend. Wenn ich mit diesem Regler mehr da nach rechts fahre, wird das Bild ganz blau. Naja, das gefällt uns weniger. Aber wenn ich jetzt mit diesem Regler mehr ins Gelb fahre, schaut mal, wie plötzlich die Landschaft zu leben beginnt und wie so der Eindruck von wirklich einem Frühlings-Sonnenschein-Wetter entsteht. Natürlich hat sich jetzt dieser Effekt auf das ganze Bild übertragen. Also ich kann jetzt da am Auge diese Ebene, hier sie beschriftet, Farbbalance, ein- und ausschalten. Also das war das Originalbild. Und wenn ich das Auge wieder einblende, habe ich diesen Effekt auf dem ganzen Bild. Und Bernhard hat das halt auch schon gesagt, auch in Wings Platinum gibt es Masken, so wie in Photoshop. Die Maske ist ja hier schon automatisch angehängt und ich möchte ja nicht, dass der Schnee jetzt da gelb wird und der Himmel nicht mehr so intensiv blau. Daher nehme ich mir jetzt einen schwarzen Pinsel, bin da aktiv auf der Maske und sage jetzt einfach, bitte da oben, wo der Himmel ist, lass mir es bitte so wunderschön blau und den Schnee weiß. Und nur da unten sollte dieser Effekt zu tragen kommen. Also ich zeige euch jetzt einmal, wie die Maske ausschaut. Wenn ich die Alt-Taste halte und auf die Maske klicke, seht ihr, da wo es weiß ist, die Maske, wird dieser Effekt, also mehr Gelb, auf der Landschaft übertragen. Und da oben, da lassen wir das, dann wäre das Ganze noch ein bisschen sauberer gestalten. So. Ich schalte die Maskenansicht wieder aus und jetzt habe ich, schaut einmal, Originalbild und jetzt mit dieser einen Einstellungsebene habe ich ein wunderschönes, episches Frühlingsbild aus einer Berglandschaft gezaubert und das kann ich zum Beispiel schon verwenden als Startbild für die Dia-Show. Gut, gehen wir jetzt zum nächsten Bild, das hat uns Elisabeth geschickt von einer Blume. Schreibt es mir mal bitte in den Chat hinein, was das für eine Blume ist. Ich bin nämlich nicht so der Biologe. Das ist eine Magnolie. Eine Magnolie. Ah, okay, verstehe. Die blüht dann so auf und das sind diese wunderschönen Bäume da. Ja. Genau. Die in Salzburg am Mackertplatz sind zum Beispiel. Ja, genau. Ah, okay, ja, vielen Dank. Okay, gut. Also dieses Bild hat uns Elisabeth geschickt. Danke vielmals noch einmal für dieses Bild. Und wir werden das jetzt gemeinsam versuchen zu optimieren. Also ich habe dieses Bild gesehen, es hat mir sehr gut gefallen, aber ich habe sofort irgendwie das Gefühl gehabt, das Bild hat da oben eine Spur vielleicht zu wenig Luft. Also das war jetzt so mein Bauchgefühl. Na gut. Schauen wir uns das an. Ich mache mir jetzt einmal eine Kopie vom Hintergrundbild, weil man sollte nie direkt auf dem Hintergrundbild arbeiten. Man soll sich immer das Original ganz unten lassen, weil dann kann ich mir immer noch anschauen, ah, das war das Originalbild und so weit habe ich mich jetzt mit meiner Bearbeitung weiter bewegt. Und um jetzt da oben ein bisschen mehr Luft zu erzeugen, nehme ich mir jetzt das Freistellwerkzeug. Wenn ich jetzt da das nach oben ziehe und bestätige, naja, habe ich nur dieses Photoshop-Projekt größer gestaltet, aber sonst hat sich am Bild nichts geändert, das ist jetzt nicht günstig, aber schaut einmal da oben in die Optionsleiste, hier kann ich jedes einzelne Photoshop-Werkzeug noch feintunen und da hacke ich jetzt inhaltsbasiert an. Was passiert jetzt, wenn ich das angehakt habe und ich ziehe jetzt da den Bereich nach oben? Photoshop sagt sie, aha, da oben, da ist jetzt kein Inhalt, daher analysiere ich dieses Bild und rechne dann synthetisch den Inhalt dazu hinein.
Und das machen wir jetzt einmal. Ich bestätige jetzt da mit Enter. Das dauert jetzt ein bisschen, weil das ist ein bisschen rechenintensiver. Und schon hat mir Photoshop synthetisch da ein bisschen einen Himmel dazu gerechnet. Und jetzt ist vielleicht diese Magnolie noch nicht ganz in der Mitte. Daher machen wir das auch noch auf der rechten Seite des Bildes. Auch ein bisschen breiter. Bestätigen mit Enter. Jawohl, und kein Mensch merkt jetzt da, dass wir da an diesem Bild synthetisch an den Rändern was zugerechnet. Und dadurch, dass wir da unten das Originalbild belassen haben, kann ich mir das jetzt einmal anschauen. Vorher, nachher. Also jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt hat die Magnolie ein bisschen mehr Platz in dem Bild und vom Bauchgefühl her gefällt es mir jetzt ein bisschen besser. Ja, das nächste in der Bildbearbeitung ist immer, dass man sagt, man versucht einmal, die einzelnen Störer, das sage ich jetzt einmal unter Anführungszeichen, zu entfernen. Was ist ein Störer? Das ist halt irgendwie was im Bild, wo man sagt, naja, das war jetzt fotografisch nicht anders lösbar, aber mit einer Kleinigkeit kann ich das korrigieren. Zum Beispiel hat da diese wunderschöne Blüte, vielleicht hier hat sich da ein Insekt kurz einmal angeknappert, da gibt es eine Stelle, und da gibt es auch eine kleine Stelle und das wollen wir jetzt auch ganz kurz entfernen. Gehen wir mal da zu diesem kleinen Teil hier. Das würde ich jetzt wie in der Beauty-Porträt-Retusche entfernen. Da nehmen wir einfach den Reparaturpinsel. Beim Reparaturpinsel bestimme ich da ungefähr die Quelle und dann kann ich den ganzen Bereich da übertragen und das Ganze ist weg. Und dadurch, dass ich das auf einer einzelnen Ebene durchgeführt habe, kann ich das wieder ausschalten und sage, ja, wunderschön. Und da machen wir das Ganze auch noch. Ich lege mir noch einmal eine leere Ebene an. Ich mache das immer, jeden einzelnen Schritt gerne auf einer einzelnen Ebene, damit ich dann nachher sehr flexibel bin. Vielleicht möchte ich noch was ändern oder das Ganze wiederholen. Gut, und da zeige ich jetzt einen tollen Trick. Dann, das mache ich am besten mit dem Kopierstempelwerkzeug. Ich mache mir die Werkzeugspitze ungefähr so groß wie die Problemzone. Und jetzt nehme ich bewusst von da oben her, definiere ich die Quelle. Das heißt, Alt-Taste halten und sagen, bitte, liebes Photoshop, diesen Teil des Bildes merkst du dir. Und dann überträgst du das Ganze auf den unteren Teil. So arbeiten wir ja mit dem Kopierstempel. Ich nehme jetzt nochmal da die Quelle. So, und jetzt tragen wir das Ganze da runter. Und Photoshop blendet mir da eine Vorschau ein. Und ich sage jetzt, da jetzt übertragen. Ah, das passt jetzt da mit dem Winkel nicht zusammen. Kein Problem. Ich kann das Werkzeug feintunen und kann jetzt sagen, bevor du das Ganze überträgst, drehst du noch diese Werkzeugspitze. Eine Spur ja. Und jetzt stell das einmal auf 8 Grad ein. Jawohl, jetzt passt es für mich. Na, nehmen wir mal 7 Grad. Jetzt passt es perfekt. Und jetzt versuche ich die Vorschau übereinander deckungsgleich zu bringen mit der Kante. Dann einmal hindrücken. Ah, klicke nochmal hin. Zweimal hinklicken. Fertig. Und das Problem ist jetzt einmal grob gelöst. Und meine Devise, also wer bei mir schon einen Photoshop-Kurs besucht hat, heißt, die ist immer die, nicht mit dem Kopierstempel futzeln, sondern einfach ganz brutal da drüber stempeln, dann eine Maske anlegen, die Maske in Schwarz invertieren und dann das Feintuning und die Feinarbeit mit einem weißen Pinsel durchführen. Das heißt, ich tue jetzt nur da ganz kurz dieses Problem. Ja, okay, jetzt haben wir noch ein kleines Problem. Ihr seht, ich habe da von oben die Quelle definiert und das ist jetzt eine Spur heller als da die Umgebung. Und das müssen wir halt jetzt noch ein bisschen anpassen. Und das kann man natürlich jetzt wieder mit einer einzelnen Einstellungsebene lösen und dann mit einer Maske. Aber in dem Fall geht es viel flotter, wenn ich dieses heller werden jetzt direkt in diese Ebene einbrenne. Und da gehe ich einfach ins Menü Bild. Korrektur, nehmen wir mal die Gradationskurve und wenn ich jetzt da in der Mitte nach oben ziehe, dann wird es heller, ihr seht es eh diese Stelle, aber wir wollen sie ja dunkler haben, dann geht er ein bisschen runter und jetzt passt es perfekt von der Helligkeit der Umgebung an und wenn ich jetzt
das ein- und ausschalte, schaut einmal, wie perfekt wir das entfernt habt. Merkt kein Mensch, dass wir da jetzt das Ganze korrigiert haben. Gut, jetzt haben wir da, durch das, dass wir da diese wunderschöne Gegenlichtsituation haben, ihr seht es eh da an diesen Härchen da, da blitzt halt das Sonnenlicht durch und macht das ganze Bild irrsinnig traumhaft. Aber der Nachteil von diesem Gegenlicht, man bekommt halt Flares, also Gegenlicht in die Linse und alles, was da an der Magnolie hell ist, das wird halt so verwaschen und weich. Und wenn das jetzt meine Bildidee war, dann ist das natürlich ein unterstützender Effekt. Aber wenn ich sage, ich würde da gerne da oben ein bisschen mehr von der Blüte sehen und erkennen, dann sollte man da jetzt in dieser Blüte ein bisschen mehr Kontrast hinzugeben. Ja, und dann nehmen wir unsere Einstellungsebene Kontrast, erhöhen den Kontrast, ja, das wirkt sich natürlich wieder auf das ganze Bild an, wollen wir nicht, wir invertieren das Ganze und lokal mit einem weißen Pinsel übertragen wir das Ganze jetzt da, diesen Mehrkontrast, und dann werden auch die Farben intensiver, ja, okay, schaut mal, vorher, nachher. Ja, also man könnte jetzt vielleicht auch noch die Sättigung erhöhen, damit die Farben ein bisschen intensiver werden. Ja, und das wird natürlich dann wieder auch nur lokal hier anwenden. Okay, das ist jetzt die eine Geschichte, so kann ich das relativ flott ändern. Aber wenn Sie jetzt sagst, ich hätte jetzt da noch ein paar Änderungen an dieser Blüte durchzuführen und immer wieder eine neue Maske anlegen, dann ist das sehr kompliziert und zeitaufwendig. Darum zeige ich euch jetzt den Profi-Weg. Also das ist jetzt der Profi-Tipp. Ich lösche jetzt da diese zwei Ebenen wieder. Als allererstes legen wir uns einmal eine Gruppe an. Und diese Gruppe beschrifte ich mit Blüte. Was ist eine Gruppe? Eine Gruppe, das ist so eine Art Ordner. Und in diesen Ordner kann ich einzelne Ebenen oder Einstellungsebenen hineinlegen. Also das heißt, wir brauchen eine Gradationskurve, weil wir ja den Kontrast erhöhen wollen, und wir brauchen eine Farbtonsättigung, weil wir ja die Farben noch intensiver gestalten wollen. Ja, aber wenn ich jetzt da wieder das Ganze ändere, also ich ziehe mal den Regler runter, wirkt sich der Effekt auf das ganze Bild aus. Das wollen wir nicht. Wir wollen nur auf die Blüte. Jetzt ist der nächste Schritt, jetzt muss ich dann natürlich diese Blüte ganz genau auswählen, damit ich dann mir eine Maske erstellen kann. Das habe ich schon vorbereitet. Und zwar habe ich das vorbereitet mit dem Pfadwerkzeug oder Zeichenstiftwerkzeug, und diese Auswahlen werden dann als Pfade in der Pfadpalette gespeichert. Naja, jetzt habe ich da die Blüte. Jetzt brauche ich nur da, ihr seht eh, da ist jetzt dieser geschlossene Pfad, diese blaue Linie. Einmal da mit der gehaltenen Steuerungstaste anklicken. Die Auswahl ist perfekt. Und wenn ich mir jetzt da bei der Gruppe Blüte jetzt eine Maske anlege, dann habe ich da auf der Gruppe diese Maske. Und jetzt muss ich nur da diese zwei Einstellungsebenen in die Gruppe hineinziehen. So, jetzt sind sie drinnen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich mache da jetzt zu. Ja, sie verschwindet. Also ich kann die Gruppe auch schließen. Jetzt öffne ich die Gruppe wieder an diesem Pfeil. Und wenn ich jetzt hier Änderungen durchführe, am Kontrast zum Beispiel, machen wir den Kontrast einmal intensiver, wird das nur auf die Blüte angewandt. Ah, super, es funktioniert. So, und jetzt haben wir das Problem, wenn ich da den Kontrast erhöhe, seht ihr eh, alles, was weiß ist, wird noch weißer, weil Kontrast erhöhen bedeutet ja, das, was im Bild hell ist, wird ein bisschen heller, und das, was im Bild dunkel ist, wird ein bisschen dunkler. Aber jetzt will ich nicht im Weiß noch weißer machen, sondern das heißt, ich lasse jetzt den Weißpunkt da mal, wie ist, und hebe nur mit der Kurve die Lichterspur an und ziehe ja da die Kurve hinunter, und es entsteht dann in der Gradationskurve so ein S, und das ist jetzt eine sanfte Anhebung des Kontrastes. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, das da oben ist mir jetzt wieder zu hell, dann habe ich noch folgende Möglichkeit, dass ich sage, Doppelklick hier auf die Kurve, und ich kann jetzt sagen, im Ebenenstilmenü Dialog, bitte wirk dich nicht
also diese Kontrastanhebung auf die hellen Bildteile aus. Also ich kann da jetzt zurücksteuern, ihr seht, dann wird der Kontrast da wieder weniger, aber das ist ein harter Verlauf. Jetzt muss ich noch diesen Regler teilen, dass dieser Übergang weich passiert. Und jetzt habe ich nur den Kontrast erhöht. Schaut euch das jetzt einmal an. In den dunklen Bildteil. Und im hellen Bild habe ich noch immer meine Zeichnung. Ja, und jetzt werden wir noch da ein bisschen die Farbsättigung erhöhen. Ja, jetzt wird die Blume sehr gut. Und jetzt durch diese Kontrasterhöhung und durch diese Farbsättigungserhöhung, schaut, ich zeige euch jetzt einmal den Vergleich nur, das war das Original. Und so weit sind wir jetzt gekommen. Sind jetzt da so ein paar dunkle Stellen sichtbar worden in der Blüte. Und die würde jetzt auch noch korrigieren. Das heißt, legen wir da eine Gradationskurve an, wieder in dieser Gruppe Blüte und ziehe das Ganze mal heller. Jetzt wird natürlich die ganze Blüte heller. Mache ich nicht. Steuerungstaste und I. Die Maske wird invertiert. Und jetzt tue ich nur da mit einem weißen Pinsel dieses Aufhellen auf diese zwei dunklen Flecken anwenden. Da muss ich jetzt ein bisschen die Deckkraft des Pinsels reduzieren. Und wende das jetzt einmal da an und einmal da. Das ist wie bei der Portrait-Beauty-Retusche, wenn ich so dunkle Stellen auf der Haut, ja, schaut sehr perfekt. Und diese Flecken sind weg. Gefällt mir schon sehr gut. So, jetzt zeige ich euch nur mal, jetzt haben wir da also nur auf der Blüte was verändert. Und wenn ich da jetzt diese Gruppe am Auge ein- und ausschalte, schaut einmal, das hat sich bis jetzt geändert. Und das ist halt der große Vorteil, wenn ich da so mit Gruppen arbeite. Was mir jetzt bei diesem Bild noch ein bisschen irritiert, ist, dass ich da dieses wunderschöne Grün, dieses Unscharfe im Hintergrund habe, aber da so ein Braunton ist und das stört mich jetzt ein bisschen. Naja, das ist auch gleich gelöst. Ich lege mir da eine leere Ebene an, nimm mit der Pipette da dieses Grün auf, das wird dann meine Vordergrundfarbe und mit dieser malt ja der Pinsel immer. Und wenn ich mir da jetzt mit dem Pinsel, ich gehe jetzt Deckkraft vielleicht ein bisschen retour, einmal da drüber, nochmal, da jetzt ein bisschen Grün drüber male, dann kann ich da dieses Schwarz, dieses Braun ein bisschen weg, schaut her, ich schalte das jetzt wieder ein aus. Wunderschön. Jetzt habe ich natürlich da ein bisschen über die Blüte gemahlen. Die sind jetzt grün geworden. Na gut, ich lege meine Maske an. Schwarzer Pinsel. Deckkraft 100% natürlich, weil das wollen wir ja wieder frei haben. So, 100%. Und dann sage ich, da bitte diesen Effekt nicht. Gut. So, schaut euch das jetzt an. Gefällt mir viel besser so. Jetzt ist dieses Bild viel harmonischer geworden. Und jetzt final noch, und dann sind wir eh schon fertig mit dieser Blüte. Wenn man jetzt sagt, also ich bin jetzt kein Botaniker, sondern Werbefotograf, und da schaut man halt immer, ob irgendwas in einem Bild, sei es jetzt, ob es korrekt oder nicht korrekt ist, stören kann, dann nehmen wir jetzt an, uns stört da dieser Spalt da. Also der irritiert uns ein bisschen. Das nehmen wir jetzt nur mal an. Ja, und das ist natürlich auch, jetzt zeige ich euch eine effiziente Möglichkeit, wie man das recht flott machen kann. Das heißt, jetzt nur mal von der Logik her. Dieses Blütenblatt hier soll sich nicht verändern und es wäre doch schön, wenn dieses Blütenblatt, das da dahinter ist, einfach da unter dieses Blütenblatt einfach hineinrutscht und schon ist diese Lücke geschlossen. Naja, als allererstes mache ich mir jetzt einmal eine Summenebene. Das heißt, da jetzt auf dieser Ebene sind jetzt alle Bearbeitungsschritte, die ich bis jetzt produziert habe, vereint. Und jetzt habe ich mir da auch wieder einen Pfad vorbereitet, wo ich dieses Blatt da, ich klicke das kurz einmal an, da diese Kante ausgewählt habe. Gut, jetzt gehe ich da mit Steuerungstaste, die Auswahl ist definiert. Und jetzt kopiere ich mir diese ausgewählten Pixel mit Steuerung J auf eine neue Ebene. Gut, hat sich noch immer nichts geändert, aber jetzt kommt der große Clou. Ich beschrifte das Ganze mit Form. Ja, jetzt gehen wir da in den Filter verflüssigen.
und biegen uns jetzt dieses Blatt hier nur zurecht. Also das heißt, das muss jetzt da ein bisschen weiter rüber rutschen. Das ist jetzt nur die Vorarbeit. Gut, bestätigen das Ganze. Und schon ist dieser Spalt geschlossen, weil diese Formebene unter dem liegt. Schaut her, vorher, nachher. Also wenn jetzt jemand sagt, dieser Spalt stört mich, dann kann man das relativ flott hier so zurechtbiegen. Ja, und jetzt schauen wir uns nochmal das ganze Bild an. Wir sind gestartet von diesem Ausgangsbild und haben jetzt nur mit ein paar kleinen Korrekturen ein wunderschönes Kalenderbild gestaltet. Und wer sich da, und das weiß ich ja, in dieser Gruppe mit Pflanzen gut auskennt, der kann jetzt bitte in den Chat schreiben, ob das jetzt ein Kalenderbild geworden ist oder ob es aus seiner Sicht oder ihrer Sicht noch ein paar Änderungswünsche gibt. Und das können wir uns ja das nächste Mal nochmal genauer anschauen. Also bitte beim nächsten Mal wieder Blumenbilder einreichen, weil wir werden uns da auch wieder ein Beispiel herausziehen und das dann dementsprechend mit Photoshop optimieren. So, und jetzt schalte ich wieder zurück zum Karl ins Studio nach Wien. Der Oliver, vielen Dank. Eine gute Nachricht, die Fotos sind Gott sei Dank bei mir angekommen, aber wir werden die fürs nächste Mal vorbereiten. Mein Laptop hat die leider nicht synchronisiert, jetzt liegen die noch am Server. Aber wir werden uns dann genügend Zeit für die Bildbesprechung nehmen und machen auch dann die Verlosung. Ich sage einmal herzliches Dankeschön fürs heute dabei sein. Wir werden jetzt offiziell schließen. Das nächste Fotocafé gibt es dann wieder in 14 Tagen am 9. Mai zu gewohnter Zeit. Und es bleibt aber sozusagen jetzt der informelle Chat noch die nächsten 10 Minuten offen. Wir können so noch ein bisschen plaudern. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Viel Spaß.